Alright, heiter geht's weiter mit Teil 2 des kleinen Debriefing-Assoziationsblasters zur Bioshock-Serie. Und damit dann auch zu dem großen Batzen, der da ist, eine Rückschau auf Bioshock Infinite. Ich denke mal, für diejenigen, die den Trollreport zu Bioshock Infinite gesehen haben oder die auch Teil 1 hier von den Debriefing-Assoziationsblastern sich eingetan haben, ganz mitbekommen haben, Bioshock Infinite ist wirklich so eine gespaltene Sache für mich. Also, insbesondere unter der Tatsache gesehen, dass damals, als Bioshock Infinite rauskam, die, sagen wir mal, Kritiken zumindest nur noch ein Großteil des Spielerfeedbacks ja ziemlich überwältigend waren. Also, einer meiner Lieblings-Videogame-Essayisten, sage ich mal, also Noah Caldwell-Joey, der hat ja auch eine Bioshock-Retrospektive gemacht. Da hatte ich ja schon mal von berichtet, dass das auch einer der ausschlaggebenden Gründe waren, die mich überhaupt hier zum Restefestessen gebracht hat, weil er auch Minder was denn so gelobt hatte, nachvollziehbarerweise. Und normalerweise gebe ich eigentlich schon ziemlich viel darauf, was er so sagt und wie er die Dinge sieht. Da kann ich mich vielen Dingen durchaus anschließen. Nicht allen, wie immer, aber das ist ja auch völlig legitim. Und er war aber sehr positiv Bioshock Infinite gegenüber eingestellt und meinte, ja, das ist irgendwie so im Subtext, und ich glaube, an einigen Stellen hat das auch relativ stark in diese Richtung explizit formuliert, so, das ist also ein Spiel, was die Spielewelt nachhaltig verändern wird, das ist jetzt der Next Step des Gamings. Und das ist ein Urteil, dem sich tatsächlich auch viele der zeitgenössischen Outlets mehr oder minder angeschlossen haben. Und das sehe ich nicht so hundertprozentig, vorsichtig formuliert. Ich glaube, bei diesem Spiel gibt es sehr viel zu sagen über The Good, The Bad and The Ugly. Das, was gut funktioniert hat, das, was so überhaupt nicht funktioniert hat und das, was tatsächlich dann wirklich, wo es wirklich hässlich wurde. Tja, dann würde ich vorschlagen, machen wir das doch einfach mal jetzt hier so ein kleines Review an der Stelle, bevor wir dann einmal zur Plot-Zusammenfassung gehen und uns dann nochmal so ein bisschen über den großen Elefanten im Raum, was aus meiner Sicht narrativ gesehen Bioshock Infinite angeht, uns da ein bisschen mit beschäftigen. Starten wir erstmal mit einem Aspekt, wo ich relativ wenig rumzumäkeln habe, das Department Sound Design. Also angefangen von der Tatsache, dass ich die Synchronsprecher de facto allesamt für absoluten Hammer halte. Also allen voran natürlich Courtney Draper und Troy Baker, also die Stimmen von Elizabeth und Booker. Aber auch beispielsweise das Voice Acting von Jeremiah Fink habe ich ja schon mehrfach über den grünen Klee gelobt. Daisy Fitzroy finde ich auch großartig. Da gibt's gar nicht so dolle viel zu meckern von meiner Seite her. Das finde ich insbesondere deshalb lustig, weil ja streng genommen veröffentlichungstechnisch das Companion Piece zu Bioshock Infinite jetzt in den letzten Wochen vor allen Dingen Drakengard 2 war. Und huiuiui, das ist schon ein enormer Unterschied in der Qualität des Voice Actings, ne? Also, ist natürlich auch nicht hundertprozentig fair. Also, Drakengard 2 war ja, ich glaube, fast 7 Jahre müssen es gewesen sein. Ich glaube, 2013 kam Bioshock Infinite raus, irgendwie so die Schussrichtung. Also Drakengard 2 war halt noch 2 Jahre älter für eine Konsole. Das Spiel hat ein wesentlich kleineres Budget gehabt als Bioshock Infinite und halt auch einen kleineren zu erwartenden Markt. So von der Warte her ist das alles okay, aber man merkt halt schon, was für einen großen Unterschied ein gutes Voice Acting ausmacht. Da sah es also tatsächlich relativ gut aus, wie ich fand. Ebenso aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben ist tatsächlich auch wieder die Musik. Die ist seriengemäß wirklich exzellent. Über den Trick mit den Magic Melodies und den, ich sag mal, zeitgenössischen Covern von Popsongs, die eigentlich wesentlich später erst rausgekommen sind, dass ich das tatsächlich für eine recht smarte Variante halte. Auch die Qualität der musikalischen Unterstützung trotzdem halt eben hochzuhalten für heutige Hörgewohnheiten. Da habe ich ja schon länglich in der entsprechenden Episode drüber referiert. Und man merkt halt ganz allgemein bei der Musik, dass da wiederum sehr, sehr viel auch Designarbeit reingegangen sind. Ich habe lustigerweise just gestern ein Interview damals, ich glaube mit IGN, also von IGN, mit Ken Levine und seinem Head Music Honcho gesehen. Und da beschreiben sie nochmal ein bisschen, wie das abging. Also, dass es ein zentraler Designbestandteil war, quasi Videosequenzen aus dem Spiel zu nehmen und da verschiedene Musik drunter zu legen, die dann wieder an Ken Levine zurückgespiegelt wurden, und er hat sich dann die Nächte um die Ohren geschlagen, quasi zu gucken, okay, welche Musik unterstützt jetzt eigentlich das Flair, die Idee, die Atmo, die ich jetzt da gerade brauche. Und
Wie so oft in der Bioshock-Serie wird da ja teilweise mit starken Kontrasten gearbeitet. Also wo beispielsweise eine vergleichsweise fröhliche Musik eigentlich ziemlich gräuseliges Geschehen auf dem Bildschirm unterlegt. Ne? Die Andrew Sisters aus Bioshock 1 kommen da vielleicht in den Sinn. Pretty! Ja, teilweise haben wir das in Bioshock Infinite ja auch, gerade wenn dann die wirklich klassisch zeitgenössischen Musikstücke dann irgendwie gespielt werden. For making a whoopee. Da kommt ja dann fast schon diese, quasi Fallout-Atmosphäre auf, ne? Fallout ist ja auch da sehr gut da drin. I don't want to set the world on fire. Und diesen Effekt, ne, den nutzen die Damen und Herren rund um Candle Wien bei Irrational Games, auch bei Bioshock Infinite, ganz massiv. Und das funktioniert sehr gut, weil an manchen anderen Stellen dann auch durchaus wieder passend zum Geschehen direkt passgenaue Musik geliefert wird. Und ja, man merkt, dass eine Menge Arbeit reingegangen und das stimmt dann auch das Zockerohr wohlgemut. Finde ich also auch richtig gut, ist definitiv ein großer Pluspunkt für das Spiel. Ansonsten, was das sonstige Sounddesign angeht, gerade was auch so diese Soundmischeprobleme angeht, werden verschiedene Fehler aus Bioshock 1 tatsächlich vermieden. Ne? Also gerade die Audioabmischung, was passiert, wenn ich ein Voxophone anmache. Was allerdings ein bisschen dadurch konterkariert wurde, dass es ja gar nicht so viele Störgeräusche geben konnte, weil sich dann so merkwürdige und aus meiner Sicht auch relativ sinnlose Schnitzer einstellen wie, ja, ich krieg halt einfach keine Untertitel für die Voxophones. Da kann man vielleicht sagen, ja, das ist ja ein kleines Detail, aber man muss sich halt die Frage stellen, also ihnen muss ja klar sein, dass dieses Spiel nicht nur reine Native-Speaker spielen und selbst die möchten vielleicht manchmal auch auf Untertitel zurückgreifen. Gerade wenn du dann irgendwie so einen Fachsprech hast oder wenn du so leicht verzerrten Sound hast, dass also dieses Voxophone ein bisschen verrauscht und man hat ja auch immer dieses Knacken dabei. Ne? Und die grundlegende Idee überhaupt für so random Documents und Audio-Logs, die man sich vorlesen lassen kann, ist ja eigentlich, was eine ganz bewusste Designentscheidung ist, sondern sie ist ja smart. Du kannst halt Lore oder kleine Nebengeschichten oder sonst was transportieren und zwingst den Spieler dabei allerdings nicht, so wie in einem Baldur's Gate damals beispielsweise, oh, hier ist ein Buch über das und das verlorene Königreich. Ich bleibe jetzt stehen und lese. Er hat natürlich den Spielfluss komplett kaputt macht. Stattdessen ist es ja viel cooler, wenn man sich quasi wie so ein Kurzzeit-Podcast mal eben auf die Ohren tun kann und derweil schon mal irgendwie weiter durch die Gegend laufen. Bioshock 1 hat das vergülzt, dadurch, dass man den Sound einfach de facto nicht gut verstanden hat, wenn zu viel los war. Und bei Bioshock Infinite ist das Problem, dass halt genau diese Untertitel fehlen. Wenn man also wirklich sicher gehen will und auch wirklich jedes Detail und nochmal im Fall eines Falles am Text gegenchecken will, dann bleibt man doch wieder stehen und macht das halt im Menü auf. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwierig gewesen wäre, das einfach zu implementieren. Für alles andere haben wir ja auch Untertitel, ne? Und in den ersten beiden Teilen ging es ja auch problemfrei. Ist ein bisschen schade. Kein Dealbreaker. Aber trotzdem würde ich zumindest, was das angeht, dann auch hier, sag mal, Bioshock 2 wieder die Karte zuschieben mit. Ja, die haben es eigentlich am besten von den dreien gemacht. Aber gut, was ich für ein elender Bioshock 2-Fanboy bin, haben wir jetzt inzwischen schon etabliert, glaube ich. Naja, ich versuche bloß zu erklären, wie ich quasi darauf komme. Vielleicht ist ja das eine oder andere Argument da ein bisschen eingängig. Okay, ein weiterer ganz klarer Pluspunkt, den Bioshock Infinite natürlich auf dem Konto hat, ist im Bereich Visuals, Artstyle und Atmosphäre. Die Schauwerte von Bioshock Infinite sind zweifelsohne das große Highlight des Spiels, an dem es aus meiner Sicht auch gar nicht so dolle viel zu kritteln gibt. Angefangen von dem Start, also ja gut, der Leuchtturm, klar, das ist noch eher klassisch, aber allein die ersten Momente, wenn man da in die Luft hochgeschossen wird, dann durch diese Kirche durchgeht, atmosphärisch begleitet von diesem Kirchenchor, der Will the Circle Be Unbroken singt. Und es hört dann aber einfach nicht auf. Also gerade der Anfang, bei allem Schlechten, was ich vielleicht noch sagen werde oder bei aller Kritik, die ich noch äußern werde, aber mit dem Anfang von Bioshock Infinite hat sich Irrational Games tatsächlich maßgeblich selbst übertroffen. Also eigentlich mit allem bis zum Punkt, wo wir dann auf dem Jahrmarkt den Baseball werfen sollen. Besser kannst du es aus meiner Sicht kaum machen. Das ist Worldbuilding, die Welt etablieren, wohin man guckt, irgendwie coole Sachen, faszinierende Sachen, stimmige Atmo. Das ist großartig. Und ja, fair ist fair, wenn man sich dagegen das Adonis Resort, jetzt weiß ich es wieder, Adonis war es gewesen, aus Bioshock 2 anguckt, denkst du ja auch nur so, ja, gut.
Der Anfang ist wichtig, weiß ich auch als selbsternannter Hobby-Schriftsteller und es ist genau das, womit ich auch regelmäßig immer meine Probleme habe. Man kann und sollte ja auch an der Stelle quasi das Long Game spielen, aber wenn die Hälfte der Leute schon wieder das Buch weglegt oder das Spiel deinstalliert, was sie sagen, was dat denn? Ich hab Bock drauf. War eigentlich auch verloren, ne? Also da macht Bioshock Infinite sehr, sehr viel richtig. Aber auch darüber hinaus wird es halt einerseits nie langweilig, weil es auch so unheimlich viel atmosphärische Abwechslung gibt, ne? Wir haben dieses lieblich Knuffeltal, wo du aber unter der Oberfläche schon merkst, okay, irgendwas ist hier falsch, ne, mit dem Rassismus und mit der Bigotterie und allem drum und dran von diesen Anfangssequenzen in Columbia. Und dann kommst du ja relativ schnell nach einem kurzen Ausflug in, ah, okay, es scheint hier auch einen Widerstand zu geben. Wir erinnern uns an die Zeitungspressen da in dem einen Haus, ne, oder an die Plakatpressen für Untergrundpropaganda. Und dann hat man plötzlich dieses Horrorsegment mit dieser beknackten Bruderschaft des Raben. Und wenn man das dann aber durch hat, dann geht's wieder weiter in den Turm. Wir lernen Elizabeth kennen und so weiter. Es wird eigentlich nie langweilig. Es gibt immer Abwechslung, auch in der Tonalität dann sehr viel Abwechslung. Dann haben wir plötzlich dieses Badeschiff, wo das alles auch so relativ quirky wirkt und auch die Leute in ihren altertümlich wirkenden Badeanzügen und mit ihren altertümlichen, verstaubten Ansichten zum Teil. Wo dann aber trotzdem so ein fröhlicher irischer Jig, ne, und Elizabeth kann man ein bisschen ins Tanzbein schwingen und das ist ganz nett und zack bist du aber plötzlich in dieser Situation, alle paniken, Personenkontrollen und dann gibt's diese Falle dort, wo Booker in einer Hand verletzt wird und dann plötzlich die Dynamik zwischen Booker und Elizabeth auch vertieft und verkompliziert wird in einer positiven Art und Weise, weil Elizabeth mal erste Einblicke bekommt, wer ihr Retterländer ist. Und so geht es halt immer weiter und es gibt immer irgendwie was Neues und was Interessantes. Ich kann mich in Bioshock Infinite nicht an ein einziges Areal wie beispielsweise Neptune's Bounty aus dem ersten Teil erinnern. Also wo du wirklich durchgehst und denkst, ja nee, Level-Design öde, Optik öde, Charaktere, die wir treffen, öde, selbst die Audiologs bleiben nicht wirklich hängen, so, aber viel Geballer. So, mehr war Neptune's Bounty ja tatsächlich nicht gewesen. Und sowas gibt es tatsächlich nicht. Aus jedem einzelnen Level gibt es irgendwie was rauszuholen, was interessant ist. Ist schon echt, echt gut gemacht. Also auch in dem Department, das sind halt, muss man sagen, die Musik, Atmosphäre und Visuals sind halt einfach Markenzeichen der gesamten Bioshock-Serie. Und da macht Bioshock Infinite weitestgehend auch alles richtig. Wo, ehrlich gesagt, nicht alles so richtig läuft, ist das Gameplay. Ich finde, bei keinem anderen Titel merkt man so stark, also so ist zumindest meine Vermutung. Ich glaube, Irrational Games hätten das so explizit auch nicht gesagt. Aber ich finde, du merkst halt deutlich, dass so viel Arbeit in Musikdesign, in Sounddesign, auch in die Visuals reingeflossen ist. Beim Gameplay holpert es mir echt zu sehr, um sagen zu können, okay, das war alleroberste Priorität gewesen da an der Stelle. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich meine, was die Kritik daran angeht, habe ich im Trollreport ja nun schon weitestgehend alles gesagt. Das Balancing in dem Spiel funktioniert in einem Ausmaß nicht, wie es in keinem anderen Teil zuvor gewesen ist. Die Economy ist komplett broken und nein, das hat tatsächlich nicht nur was mit diesen Zwangs-DLCs zu tun, die ich jetzt bei diesem Durchgang mit drin hatte, notgedrungenermaßen. Relativ früh im Spiel finden wir halt den kloppesämtlichste Challenge in die Tonne-Button in Form des Murder of Crows Vigas. Und spätestens, wenn das dann noch komplementiert wird mit der Handcannon, ihr habt's halt gesehen, wird einerseits halt das Gunplay streng genommen nur noch zum Busywork. Also da war wenig Spannung für mich drin. Wird wiederum selbes Problem, wie es alle Bioshock-Teile ja haben im Namen der Zugänglichkeit. Dadurch erschwert das mich Tode de facto nichts kosten. Ist mir wurscht, so. Ein paar Mal sind wir ja gestorben, weil ich einfach, muss man aber ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so, dass ich in Bioshock Infinite mein A-Game abgeliefert hätte. War auch großteilig nicht notwendig, naja, und dann hast du es halt mal, dass du ein Egon in deinem Rücken spawnt und dir dann eine halbe Minute reinholst und weil du einfach nicht drauf achtest, klappst du dann halt doch mal um. Ist okay, nehme ich einerseits auf meine Kappe, aber war dann am Ende des Tages auch egal. Ne? Was dann aber gleichzeitig bedeutet, dadurch, dass du nie Bedarf an irgendwelchen Ressourcen hattest, weil immer alles in Hülle und Fülle verfügbar war, weil du auch nicht viel brauchtest, wurde das Looten komplett ad absurdum geführt, wesentlich mehr noch als im ersten Teil. Es ist schön, dass sie versucht haben, mit dem Angebot, was beispielsweise die Minuteman Armory gemacht hat, sozusagen mehr anzubieten, als man realistisch erstmal Geld zusammengekratzt bekommt. Was bloß wiederum nichts bringt, weil das Restbalancing halt so zerschossen ist, dass, wie gesagt,
Murder of Crows plus Handcannon, Game Over. Und selbst wenn man die Handcannon mal rausnimmt, ne, man kann ja sagen, hoch, dann musst du ja nicht die Imba-Sachen nehmen. Finde ich aber wiederum albern, weil, okay, dann lass mal die Handcannon halt weg, dann nehme ich den Karabiner. Genau dasselbe Spiel. Ja, dann kann man die ja auch weglassen, aber irgendwann hast du halt nichts mehr, womit du realistisch noch... Na, also da bewegt man sich dann wiederum eher im Bereich des Challenge-Runs. Macht keinen Sinn. Und nochmals erschwerend hinzu kommt halt, dass sich Bioshock Infinite dummerweise, was so Grund-Gameplay-Loop-Geschichten angeht, ausgerechnet so ein bisschen vom Zahn der Zeit hatte annagen lassen. Wenn sie wenigstens nicht diesem dämlichen Halo- bzw. Call of Duty-Trend gefolgt wären und gesagt hätten, okay, nur zwei Waffen mitzunehmen. Ja, warum sollte ich denn regelmäßig Waffen auswechseln für Knarren, die ich dann auch noch nicht geupgradet habe, wenn, ne? So, wenn ich alle Waffen mal dabei habe, dann, so wie es in Bioshock ja auch funktioniert hatte, da brauchte ich einen Großteil der Waffen-Upgrades, die wir da gemacht haben, auch nicht. Aber man denkt sich, hey, vielleicht habe ich ja mal Lust drauf, die zu benutzen oder vielleicht ergibt sich eine Situation, wo ich das tatsächlich mal brauche, ne? Also upgradest du die dann auch. Ja, dadurch, dass ich immer nur zwei Waffen mitnehmen kann, die dann auch sehr gut funktioniert haben, der Schuster bleibt bei deinen Leisten. So, alles andere wäre ein Challenge-Run, wo mir nicht völlig eingängig ist, was das bringen sollte. Und ähnlich, wenn auch weniger stark, ist halt mit diesem regenerierenden Schild. Das ist ja auch aus Call of Duty bzw. Halo, ne? Oh, ich wurde angeschossen, dann schnell mal hinter eine Ecke zurückgezogen und an dem nahegelegenen Betonpfeiler gesaugt oder was weiß ich was, um da die Feuchtigkeit rauszubekommen. Und frrm, sind meine Herzen wieder da. Sie haben ja mit dem Schild wenigstens noch halbwegs sinnvolle Erklärung, ähnlich wie Halo. Und anders als Call of Duty hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. So ein Medkit-System mit einem besseren Balancing hätte mir da, glaube ich, besser gefallen. Aber das ist okay. Tja, also Gameplay-Department muss man sagen, jetzt aus meiner Sicht wirklich nicht der große Wurf. Am Ende des Tages, wie bei allen Bioshock-Teilen mit Ausnahme des zweiten, glaube ich, ist das Gunplay auch trotz allem immer noch im Bereich... Ja, ist halt unauffällig, sorgt dafür, dass es nicht gänzlich zum Walking- und Geschichtenerzähl-Simulator wird, sondern dass man zwischendrin auch mal was zu tun hat. Ne? Bisschen irgendwie Kopfzeug wegpusten. Und ansonsten, ja, sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen, damit halt irgendwie Story und Setting ganz besonders scheinen können. Das hat natürlich spürbar den Effekt, dass man wirklich so eine storygetriebene, also so eine storybezogene narrative Skinnerbox hat. Also wenn ich artig genug Bum-Bum auf die Fiesewichte werfe, dann kriege ich zur Belohnung dann wieder ein Stückchen mehr Story. Ne, diese alte Tretmühle. Nichtsdestotrotz funktioniert das aber ganz gut, weil das, was ich dann als Story-Leckerli quasi hingeworfen bekomme in meinen Rattenkäfig, ist gut genug und das Gameplay ist jetzt auch nicht so unterirdisch, dass das nicht funktionieren würde. Die einzige Ausnahme, die ich da machen würde, wäre tatsächlich dann bei der Hand of Prophet, weil da einfach der Anteil von ich muss Bum-Bum auf die Fiesewichte machen massiv steigt. Die Frequenz ist deutlich zu hoch für den Spaß, der in dem reinen Gunplay halt drinsteckt. Und jedes Mal, wenn ich Bioshock Infinite bis dahin spiele, bin ich dann irgendwann froh, okay, jetzt ist einfach vorbei, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr, hier irgendwie Scheiße mit der Handcannon und irgendwelche Headshots zu verteilen. So, lass mich, können wir bitte weitermachen? So, ich habe meine Gesellenprüfung doch abgelegt. Ist doch okay jetzt. Und das meistens schon so im zweiten von drei Decks, ne? Jetzt ist es natürlich nicht so, dass alles faul ist im Staat Dänemark. Also es gibt ja durchaus auch positive Geschichten. Die Skylines beispielsweise, auch wenn sie für, naja, das Downsizing dessen, was damit geplant war, massiv gescholten wurden, machen einerseits halt doch irgendwo Spaß, zumindest als Mittel der zusätzlichen Mobilität. Jetzt direkt die Fights auf den Skylines, hatte ich ja schon gesagt, haben mir jetzt nicht so richtig Gaudi gemacht. Das Aim ist irgendwie awkward und fühlt sich auch nicht richtig ein. Aber einfach da ranzuspringen und wii, durch die Gegend zu wuseln, das ist schon an sich ziemlich cool. Und natürlich bietet es also auch eine Hammer-Optik. Ne? Also das ist schon, wenn er da hinspringt, wah, und brrr, und dann ballert man los. Da kommt tatsächlich schon so ein bisschen so, wirklich so Freibeuter-Flair auf, wie so ein Pirat. Pirat der Lüfte quasi, der bereit ist zum Entern. Das ist ganz cool. Unterm Ergebnisstrich würde ich tatsächlich sagen, dass die Skylines trotz allem das Spiel wirklich bereichert haben. Dadurch, dass sie halt das Gameplay so ein bisschen auflockern und halt nochmal eine zusätzliche Mobilitätsebene bieten. Aber natürlich mit der Einschränkung, dass sie streng genommen halt schon ein bisschen zu selten sind, habe ich das Gefühl, um da wirklich einen größeren Faktor darzustellen. Was nicht bedeutet, dass ich mir gewünscht hätte, dass einfach künstlich mehr davon in sämtliche Levels verfrachtet worden wären, aber... Dadurch, dass sie relativ selten vorkommen, können sie jetzt das Gameplay auch nicht in astronomische Höhen hochreißen. Wenn man versteht, was ich meine, ne? Ist dann halt am Ende des Tages auch so, dass
die Skylines natürlich sehr arenenhaft wirken. Es gibt ja dann immer den Schießraum oder das Schießschiff oder sonst was und dann hast du halt immer die Skylines und kannst halt immer einmal so im Kreis rumwuseln. Aber das wirkt halt schon auch nicht so organisch, was das Setting angeht, ne? Ich hatte zumindest immer das Gefühl, ach okay, guck mal, da ist wieder so einmal so eine Kreisbahn, Skylines, na gut, dann sind wir jetzt offensichtlich wieder in einem Schießraum, gib ihm. Ich glaube, deutlich bereichernder war tatsächlich, da habe ich mich auch schon positiv zu geäußert, der Faktor Elizabeth als Gameplay-Element. Als Charakter ist sie natürlich auch awesome, aber auch quasi ihre Gameplay-Implikationen finde ich großteilig super. Ich bleib dabei, es war eine verflucht kluge Entscheidung, Elizabeths Anwesenheit nicht zum Anlass zu nehmen, da quasi eine nicht enden wollende Escort-Quest irgendwie draus zu basteln. Das wäre ziemlich sicher nicht gut gegangen. Und da kann man, glaube ich, auch mal drüber hinwegsehen, über die Frage, ja, okay, übelster Kugelhagel, Booker wird dreimal geschreddert, aber Elizabeth kann tap-di-tap-di-tap von A nach B laufen und nochmal nebenbei so ein bisschen Loot suchen, während wir da rumballern. Denke mal, das ist okay. Zumal ja ein Großteil der Gegner ein sehr, sehr großes Interesse hat, Elizabeth nicht zu killen, weil der Prophet das sicherlich nicht gut finden würde. Das heißt also, für die Columbia-Streitkräfte funktioniert das sehr gut, bei den Vox Populi müsste man dann wieder drüber reden, aber wie gesagt, am Ende des Tages bin ich da dann auch mal mehr als gewillt zu sagen, hey, dann lassen wir mal das Narrative, beziehungsweise ja, den Sinn in der Welt ein bisschen zurückstehen hinter einem besseren Gameplay-Erlebnis. Das war ich nicht häufig, in dem Falle passt es aber. Genauso ist es ja halt bei Elizabeth schon zum Meme geworden, ne? Dass sie eigentlich alle 2 Sekunden Booker irgendeinen Blödsinn an den Kopf wirft. Hey Booker, hier, ein bisschen mehr Ammo. Hey Booker, hier, Health, Eve, was brauchst du noch? Gibt's da so ein paar schöne Bilder, dass einfach Booker begraben wird unter irgendwie dem Zeug, was Elizabeth ihm so entgegenwirft. Das hat mich aber tatsächlich nicht gestört, sondern hat wirklich eher, weil man es in den Kämpfen ja durchaus brauchen kann. Wenn man sich mal nicht konstant mit irgendwie Murder of Crows durchcheatet, dann kriegt man ja durchaus auch ein bisschen was ins Gesicht. Und da ist Elizabeth tatsächlich Teil des Balancings und funktioniert dann auch ganz gut. Sie ist nützlich genug, dass man merkt, wenn sie nicht da ist, oh shit, ich wünsche mir doch, sie wäre jetzt wieder hier. Ne? Also das ist an sich schon ganz cool. Das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, das ist ein bisschen zu mechanisch und auch zu häufig, ist halt, wenn sie einem Geld zuschnippt. Also wir haben ja mit einer Frequenz von alle, ich glaube, 1,5 Minuten war da so, hey Booker, look over here, do you want some coin? Frim, frim. Das ist natürlich nett für Geld haben. Am Ende des Tages braucht man es ja auch nicht so unendlich dringend, außer um dann irgendwelche ja, Vigor-Upgrades oder Waffen-Upgrades zu machen, die wir dann ja ohnehin nicht genutzt haben. Und das war dann so ein bisschen Bruch mit der Immersion, zumindest für mich. Aber am Ende des Tages ist es auch nicht schlimm, also naja. Wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst, würde ich persönlich sagen, was das Gameplay angeht, insgesamt doch schon ein deutlicher Rückschritt zu vor allen Dingen Teil 2, aber selbst zu Teil 1. Also, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe mir auch nochmal ein, zwei der alten Treureport-Folgen aus Bioshock angeguckt, um zu sagen, warum mir das Gunplay, obwohl dieses Spiel halt wirklich Asbach-Uralt ist, Bioshock 1, ne, warum mir das da irgendwie besser gefallen hat. Die Gegner bewegen sich halt ein Stückchen langsamer und drehen sich nicht so weg, wie es in Bioshock Infinite der Fall ist, ne. Wir haben es ja häufiger gehabt, okay, wir legen an, wir zielen und dann drehen sie sich weg oder laufen weg, sonst wie. Was ja eigentlich realistisch ist, gibt einem aber trotzdem das Gefühl in einem sonst sehr leichten Spiel, dass man häufiger mal daneben schießt und sich denkt, naja, Mann. Ich kann mich sehr deutlich daran erinnern, dass wenn man mit Maus und Tastatur spielt, das längst nicht so ausgeprägt ist. Also es muss irgendwas damit zu tun haben, dass irgendwie das Auto-Aim vom Gamepad nicht entsprechend nachzieht, wenn die sich halt so wegducken. Eigentlich müsste man ja sagen, muss man auch mal mit leben, dass die nicht einfach stumpf jede Kugel fressen, die man ihnen entgegenschmeißt, sondern auch ein bisschen Selbsterhaltungstrieb an den Tag legen. Aber naja, irgendwann muss man sich halt entscheiden, willst du realistisch sein oder willst du Power Fantasy sein? Und Bioshock war immer, was das Gunplay angeht, reine Power Fantasy. Bei dem Big Daddy ja tatsächlich lore- und plotmäßig auch legitimiert, aber auch Jack halt sinst halt die Splicer im Dutzend pro Sekunde nieder. Und Booker DeWitt halt genauso. Also, Gameplay Department, ja, geht halt so, ne? Aber wiederum, man merkt halt, das war nicht das Hauptaugenmerk. Damit ist es auch legitim. Wesentlich primärer waren da, glaube ich, die Fragen des Settings, der Story und den verkopften Meta-Twistereien, wie es man nennen will. Also lassen wir vielleicht den Gameplay-Part an der Stelle dann mal links liegen und widmen uns dann diesen Sachen.
die dann vermutlich ein ganzes Stückchen eher das Primat dargestellt haben. Wie sieht's denn beim Plot aus? Kurz vorweg gesagt, bevor dann endlich die versprochene Plot-Zusammenfassung jetzt als Kernstück mal kommen soll. Ich mag den Plot großteilig. Vor allen Dingen dadurch, dass wir durch Elizabeth, durch bestimmte Audiologs und vor allen Dingen durch die Tatsache, dass wir diesmal nicht irgendwie einen Pappkarton auf zwei Beinen, wo man sich vorstellen kann, dass man selber er ist, den großen Schweiger, also Jack, spielt, sondern halt einen Charakter, der tatsächlich nicht nur eine Backstory hat, das haben alle Bioshock-Protagonisten, sondern auch eigene Motivationen, also wirklich eine eigene Person ist, wo es jetzt nicht darum geht, dass man sich als Spieler da irgendwie repräsentiert sehen soll, sondern diese Geschichte dieser separaten Entität Booker DeWitt miterleben. Allein dadurch sehe ich Bioshock Infinite schon als emotional zugänglicher als Bioshock 1, was zunehmend mehr mit den Jahren und auch nachdem ich jetzt alle Teile mal back-to-back gespielt habe, kommt mir zunehmend mehr vor wie so ein wirklich akademisches, sehr verkopftes Autoren-Ding. Ja? Also was einfach sehr viel auf der Meta-Ebene unterwegs ist und um sich so mundane Geschichten wie irgendwie Engagement gar nicht kümmert, abseits von, okay, ich gebe dir ein paar kognitive Nüsse, die es zu knacken gilt, ein paar Mysterien, was Bioshock 1 ja natürlich super macht, ne? Aber bei unserem Spielgang hatte ich auch gemerkt, da ist immer so eine gewisse Grunddistanziertheit irgendwie am Start. Weil das, womit Bioshock 1 punkten kann, halt tatsächlich eher so auf so einer metaphilosophischen Ebene liegt, ne? So von der Warte her hat mir der Plot von Bioshock Infinite ganz gut gefallen soweit. Aber vielleicht stellt sich ja tatsächlich die Frage, ja, was war denn jetzt eigentlich der Plot? Also wir haben ja gerade gegen Ende wirklich dann nochmal eine Bombe nach der anderen ins Gesicht geschmissen bekommen. Und dadurch, dass spätestens in der zweiten Hälfte Bioshock ganz massiv dann wieder auf diese metaphilosophische Ebene abgerutscht ist, oder auf diese metaphysische Ebene zumindest, ist es, glaube ich, nicht gegeben, dass, obwohl wir alle ja das Finale jetzt auch potenziell haben sehen können und vermutlich auch gesehen haben, dass da schon alles so klar ist. Also wie war denn jetzt der tatsächliche Ablauf? Die Geschichte von Bioshock Infinite beginnt effektiv ja an jenem Fluss, den wir zum Schluss gesehen haben, wo Father Whiting quasi die Taufe durchgeführt hat für die Anwesenden, die das gerne wollten. Einer der Anwesenden war halt eben genau Booker DeWitt, der scheinbar mit seinen eigenen Taten beim Massaker von Wounded Knee, wo er wohl einer der Schlimmsten war, wie Slate es formuliert hatte, ja ganz besonders grausige Trophäen genommen hat, wie Comstock, / der andere Booker, es formuliert hatte, Squaws und Kinder in ihren Tippis angezündet hat, nur um gegenüber seinen rassistischen Kumpels irgendwie einen Punkt zu machen und sich da bei denen so ein bisschen einzukratzen. Also leider etwas zu spät hat Booker DeWitt da dann sein Gewissen entdeckt und ist in eine gewisse Sinnkrise reingestolpert und war zumindest in der Versuchung, sich in die Religion und den Glauben zu retten, um sein Seelenheil wieder so halbwegs auf Reihe zu kriegen. Was im Endeffekt der Haupttwist des Spiels ist, ist, dass just an jenem Tage bei diesem Fluss eine mehr als gewichtige Entscheidung getroffen wurde. Und um die Idee dieser Entscheidung zu treffen, muss man jetzt an der Stelle leider etwas machen, vor dem es mich schon die ganze Zeit gegruselt hat, denn wir müssen uns mal ganz kurz über Quantenphysik und die viele Welten-Interpretation der Quantenphysik unterhalten. Full Disclaimer, wie so oft, schon bekanntermaßen bin ich kein Historiker und Physiker oder gar Quantenphysiker bin ich schon dreimal nicht. Es gibt diesen schönen Ausspruch rund um die Quantenphysik. Wenn jemand behauptet, dass er Quantenphysik verstanden hat, hat er Quantenphysik nicht verstanden. Und der Hauptgrund dafür liegt darin, dass wir Menschen es gewohnt sind, natürlich die Welt zu begreifen und zu verstehen anhand dessen, was wir tatsächlich auch wahrnehmen können. Unsere Wahrnehmung ist jetzt nur ganz klassisch in der klassischen Physik verhaftet. Beziehungsweise genauer gesagt, die klassische Physik entstammte ja quasi daher, dass man als erstes auf das kommt, was man irgendwie beobachten kann. Dann wurden irgendwie Messinstrumentarien entwickelt, um auch die Sachen zu messen, also beispielsweise Thermodynamik, das kann man ja jetzt nicht alles sehen und nicht unbedingt anfassen, wohl allerdings fühlen. So. Aber das sind alles so Sachen, die mit der menschlichen Wahrnehmung und auch mit der menschlichen Informationsverarbeitung noch sehr gut konform sind, die man in der klassischen Physik findet. Die Quantenphysik
beschäftigt sich jetzt, das ist ja quasi so die Lehre von den allerkleinsten Teilchen, die so durch die Gegend rödeln. Also da bewegen wir uns eindeutig auf der Ebene tatsächlich von ja, den namensgebenden Quanten, aber halt eben auch so eher Atom-Molekül-Ebene, das hängt da alles noch so ein bisschen mit zusammen, aber halt, also wirklich so der mikroskopische Bereich und nicht der makroskopische Bereich, den wir so normalerweise in unserem Alltag erleben und auch wahrnehmen können. Es gibt ja dieses schöne Schrödingers Katzengleichnis, was häufig herangezogen wird, wenn man sagt, Quantenphysik ganz einfach erklärt. Für diejenigen, die da nicht mehr genau wissen, was es damit auf sich hat. Also dieses Gleichnis wurde aufgestellt von Erwin Schrödinger, einem österreichischen Physiker, der folgendes Gedankenexperiment beschrieb. Und das ist ein wichtiger Punkt, es handelt sich dabei um ein Gedankenexperiment. Wir haben eine Katze und diese Katze tun wir in eine Kiste. Diese Kiste kann man zumachen, Deckel oben drauf. Neben dieser Katze, die wir jetzt da gerade reingesetzt haben, befindet sich aber noch eine Apparatur. Und zwar eine Apparatur, wo es einen Emitter gibt. Ich glaube, es war irgendein Strahlungsemitter, also irgendwas Radioaktives. Und das sendet halt konstant lustig Strahlung aus. Und dann hat man eine Apparatur, die diese Strahlung gegebenenfalls auffangen kann. Und wenn ein bestimmter Zerfallsprozess stattfindet, der relativ selten und nicht vorhersagbar ist, dann wird diese Apparatur aktiviert und es wird ein Gift freigesetzt. Gift wird freigesetzt, Katze atmet das ein, Katze tot. Wir haben aber den Deckel drauf. Das heißt, wir wissen zu dem Zeitpunkt nicht, ob dieser seltene Zerfallsprozess jetzt schon eingesetzt hat oder nicht. Die Katze in dieser Kiste könnte jetzt also zu dem Zeitpunkt, zu jedem beliebigen Zeitpunkt bereits tot sein. Oder sie könnte noch am Leben sein, weil dieser Zerfallsprozess noch nicht stattgefunden hat. Erst wenn wir die Kiste öffnen, wissen wir, ob die Katze lebt oder nicht. Soweit noch alles ganz klassische Physik, ne? Der Trick hinter der ganzen Sache oder die Erklärung, die man häufig im Zusammenhang mit Schrödingers Katzengleichnis vernimmt, ist, dass die Katze, solange wir nicht in die Kiste reingeschaut haben, also ihren Zustand nicht gemessen haben, nicht tot ist und auch nicht lebendig, sondern sie ist beides. Sie befindet sich in so einem merkwürdigen Doppelzustand und erst wenn es zu einer Messung kommt, wir den Deckel abnehmen und hineingucken, dann wird der Zustand, also dann haben wir wieder einen festen Zustand. Ich habe elendig lange gebraucht, um überhaupt nur im Ansatz zu verstehen, was dieses Gedankenexperiment einem eigentlich sagen möchte. Weil diesen Sprung hinzu, wie die Katze ist gleichzeitig lebendig und tot, nee, die ist eins von beiden. Ich weiß es halt bloß nicht. Aber entweder ist sie lebendig oder tot, ist doch easy. Wie gesagt, ich hatte immer, wenn jemand mit Quantenphysik um die Ecke kam und dann Schrödingers Katze anbrachte, ich immer so, okay, I don't get your point. Was zu meiner Verteidigung, und vielleicht geht das ja dem einen oder anderen oder der einen oder anderen auch so, die das jetzt hier gerade hören. Es gibt einen Grund dafür, warum das einem so einen Knoten im Kopf macht. Weil, Part Nummer 1, es war ein Gedankenexperiment. Dieses Experiment hat niemals faktisch stattgefunden. Das wird sehr, sehr häufig nicht dazu gesagt. Weil ich glaube auch nicht jeder, der dieses Gleichnis anbringt, weiß das. Und dieses Gedankenexperiment, auch wenn es ja gerne genutzt wird, um erstmal so dieses grundlegende Quantenphysik-Ding und diese Sondereigenschaft von Quanten, nämlich, vielleicht erinnert ihr euch noch, falls ihr mal sowas im Unterricht gehört habt oder sonst wie, das Besondere bei Quanten, also diesen mega super kleinen Teilchen, ist halt, dass sie sowohl in der klassischen Physik als auch in der Quantenphysik verhaftet sind. Das ist dann das, wo es immer so schön heißt, Quanten sind gleichzeitig Teilchen und Wellen. Ja? Das heißt also, so ein Quant, der irgendwie durch die Gegend wuselt, als ein Teilchen, also etwas, was nach klassischer Physik eindeutig beschreibbar ist, das hat immer eine feste Position, festen Ort, festen Zustand, festen Impuls, whatever. Eine Welle hingegen hat das nicht, sondern das ist dann ein Spektrum von Möglichkeiten, wo es sich gerade befinden könnte. Beziehungsweise befindet sich dann auch nicht wirklich da, sondern weil es halt keinen festen Materiezustand hat, der irgendwo sein könnte, sondern es ist halt wie eine Welle. Das mit dem Teilchen, das, weshalb ich diesen kleinen Einschub am Anfang brachte, von wegen klassische Physik, das mit dem Teilchen kann man sich vorstellen, ne? Haben wir auch in der Schule gehabt, hier irgendwie so ein Atom, oder so kleine Elektronen und miau, die wuseln lustig in der Gegend rum, aber die sind halt irgendwo, die sind fest. Wir haben ja auch diese tollen Modelle, wo du dann irgendwie den Atomkern in der Mitte hast und drumherum wuselt halt Zeug. Das kriegen wir noch ganz gut verortet, aber spätestens bei diesem Wellending, weil es da auch bis heute kein gutes Analogon in der makroskopischen Welt für gibt, fällt es uns halt extrem schwer, uns das vorzustellen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, warum dieses Schrödinger Katzengleichnis gar nicht so hilfreich ist zum Verständnis von Quantenphysik,
ist, weil es streng genommen eigentlich nicht gedacht war als eine Erklärung an Laien, sondern es war eigentlich eine Fundamentalkritik an der damaligen Auslegung der Quantenphysik und der Quantenmechanik und sonst alles, was mit Quanten zu tun hat, der sogenannten Kopenhagener Deutung. Denn streng genommen ist der Hauptzweck dieses Gedankenexperimentes Schrödingers Katze genau aufzuzeigen, dass es eigentlich sinnlos ist, das zu tun, was sozusagen diese Vertreter der Kopenhagener Interpretationsschule der Quantenphysik immer gemacht haben, nämlich zu versuchen, quantenmechanische und quantenphysikalische Prozesse und Termini und sonst was auch auf die makroskopische Welt zu übertragen. Große Worte, ich weiß. Also gemeint ist, man kann Berechnungen anstellen und man kann auch experimentell darlegen, dass Quanten sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten und bestimmte Eigenschaften haben, also diese Dualität zwischen Teilchen und Welle und, ne? Das allerdings auf Objekte im Alltag zu übertragen, ist extrem schwierig und auch ein bisschen sinnlos. Weil, jetzt mal von mir aus Laiensicht gesprochen, ne? Wenn wir dieses Ding haben, so, okay, ein Quantum, das kann in einem Möglichkeitsspektrum irgendwo sich befinden und dergleichen mehr, das muss gar keine feste Position haben. Das, was Schrödingers Katze effektiv macht, dieses Gedankenexperiment, ist genau das zu tun, was die Kopenhagener Interpretation lange Zeit gemacht hat, nämlich diese Eigenschaften aus dem Quantenraum jetzt auch noch zu übertragen, weil man ja sagt, naja, pass auf, aus Quanten und Elektronen und Atomen und Molekülen und sowas besteht ja das, was wir in der realen Welt so sehen können. Also makroskopisch, ne? Also das, was wir so anfassen können und was irgendwie so da ist. Und den Ansatz, den früher Quantenphysiker häufig gemacht haben, nämlich zu sagen, naja, wenn das, worauf diese ganze Materie um uns rum, mein Beamer, der Mikrofonständer vor mir, wenn das ja alles letztendlich auf Quantenebene runtergebrochen werden kann, dann müsste es doch eigentlich denselben Regeln folgen. Und Schrödingers Gedankenexperiment mit der Katze war letztendlich nichts anderes, als genau darzulegen, dass das eigentlich so nicht funktioniert. Ne? Weil die Katze natürlich im Inneren dieser Kiste nicht gleichzeitig lebendig und tot ist. Und quasi diese Anwendung der Quantenphysik auf das Größere, also wenn man wieder rauszoomt aus dem mikroskopischen Bereich in den makroskopischen Bereich, in den alltäglich wahrnehmbaren Bereich, dass das eigentlich gar nicht so sinnvoll ist. Naja, das erstmal dazu. Wie gesagt, ich denke, da gibt es sehr viele Physiker, die da bedeutend mehr Einblick haben. Ich hoffe, ich bin mir im Rahmen meiner Möglichkeiten sicher, dass ich es jetzt so halbwegs adäquat dargestellt habe. Wenn nicht, lasst es mich gerne wissen. Da würde ich mir sogar nochmal geben, im Falle eines Falles nach dem Release hier, nochmal irgendwie einen LOL-Troll irgendwie zusammenzubasteln. Aber das ist erstmal so ein bisschen die Kernidee. Der Punkt, warum ich das jetzt überhaupt aufbringe, ist, dass Bioshock Infinite ja sehr stark mit genau quantenphysikalischen Phänomenen arbeitet. Also sie nicht nur name-droppt, sondern auch ein Teil der Lore und ein Teil des Plots direkt ableitet aus der Idee, quasi so Quantenprozesse zu übertragen auf ja, so eine Welt und sei es eine fiktive Welt. Da gibt es vor allen Dingen zwei Dinge, die da zu nennen wären, glaube ich. Einerseits ein Wort, was Rosalind Lutess in einem Voxophon auch selbst verwendet, Quantenlevitation, also die Idee, die letztendlich dafür gesorgt hat, dass eine Stadt in den Wolken tatsächlich existieren kann. Ich habe da keine harten Belege für, aber würde mich fast nicht wundern, wenn man sich den Modus operandi von Irrational bei Bioshock 1 anguckt, dass vielleicht so die erste Idee war, hey, eine Stadt in den Wolken wäre cool. Und sie sich dann überlegt hätten, ja, wie könnte man erklären, dass diese Stadt in den Wolken ist, so wie sie damals bei Rapture ja auch gesagt haben, hey, eine Stadt unter Wasser wäre cool. Warum sollte da eine Stadt unter Wasser sein? Objektivismus. Probieren wir es mal damit, ne? Genau, auf diesen Quantenlevitationskram möchte ich nicht zu sehr eingehen. Allenthalber liest man, dass sowas in der Theorie vielleicht möglich wäre. Es gibt tatsächlich so eine Art Levitation, die auf quantenmechanischer Ebene irgendwie funktioniert. Damit sowas aber praktisch möglich wäre, wäre die Voraussetzung, dass Columbia großteilig aus Supraleitermaterial besteht und dass dort, wo sich Columbia befindet, also unten auf der Erde, ein riesiges Netz aus irgendwie Magneten und dergleichen mehr irgendwie angeordnet wäre. Ich glaube, es waren Magneten, sodass man dann quasi wie auf Schienen unterwegs ist. Also dieses Lutess-Partikel, was in der Lage war, quasi einfach so zu schweben, das ist halt tatsächlich reiner Tech-Bubble. Das haben sie sich dann dazu gedacht, um eine nette Erklärung zu haben, warum die Stadt fliegt. Halte ich an der Stelle aber tatsächlich irgendwie noch für legitim. Sie haben da halt eine ausreichend große Deckschicht von wissenschaftlichem Background, um damit davon zu kommen.
dass sie sich an der Stelle dann halt wirklich so dann doch irgendwie Fantasy-Tech-Magie aus den Fingern gesaugt haben. Ist ja aber auch okay, ist ja kein zentraler Punkt und eine Stadt in den Wolken ist natürlich einfach per Definition cool, also warum nicht? Die zwei eigentlich wichtigen Konzepte aus der Quantenphysik, die für den Plot und für das Verständnis des Plots von Bioshock Infinite relevant sind, sind eigentlich andere. Das wäre als erstes mal zu nennen die sogenannte Quantensuperposition und als zweites die sogenannte Quantenverschränkung. Wiederum, auch hier kann ich bestenfalls so eine halb informierte Wikipedia-Zusammenfassung dessen geben. Aber Spoilers, vermutlich ist es dann bei Bioshock Infinite auch nicht unendlich viel weiter gegangen von der Warte her. Hilft es einem dann vielleicht erstmal, selbst wenn mir jetzt dann doch irgendwie physikalische Fauxpas passieren sollten bei der Erklärung, grob zu verstehen, was Irrational Games mit dem Plot von uns wollten. Fangen wir am besten mal mit der Quantensuperposition an. Schrödingers Katzengleichnis, haben wir gerade ausreichend auseinandergefriemelt, basiert ja darauf, dass die Katze nicht in einem für uns klar erkennbaren Zustand ist, sondern zugleich lebendig und tot sei. In diesem Gedankenexperiment. Ne? Quanten haben tatsächlich genau diese Eigenschaften, das ist dieser Welle-Part von sind zugleich Teilchen und Welle, dass sie streng genommen nicht an einer bestimmten Position sind, sondern sie sind an ganz vielen Positionen gleichzeitig. Das ist das, wo dann spätestens aber so irgendwie der Knoten im Kopf kommt, zumindest bei mir. Aber nehmen wir mal so ein typisches Atommodell, wie wir es jetzt aus dem Schulunterricht vielleicht kennen. Da würde man ja nach klassischer Physik davon ausgehen, okay, ich habe um diesen Atomkern, wuseln so die Elektronen und das ist genau also ein so ein kleines Kügelchen und das befindet sich immer irgendwo. Ne? Das befindet sich so in einer Kreisbahn, wird so von diversen Kräften davon abgehalten, einfach abzuhauen, sondern rödelt halt immer so lustig um den Atomkern drumherum. Was dieser Welle-Part jetzt aussagt, ist, dass so ein Quant beispielsweise streng genommen nicht irgendwo rumrödelt, sondern es ist zu einem bestimmten Zeitpunkt an mehreren Punkten gleichzeitig. Das ist, was dieser Begriff der Superposition bedeutet, dass nicht eine feste Position da gehalten wird, sondern ja, es ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, da kommen noch Wahrscheinlichkeiten mit rein, aber ist es an verschiedenen Orten gleichzeitig. Und jetzt kommt halt der Trick, der auch so ein bisschen bei Schrödingers Katze mit drin steckte. Erst in dem Moment, wo ich versuche festzustellen, wo sich genau dieser Quant gerade befindet, kollabiert, so sagt man so schön, dieser Wahrscheinlichkeitsraum hin zu einer spezifischen Lösung, die ich mit meiner Messung quasi festgehalten habe. Die Logik dahinter ist allerdings nicht, dass ich die Position dort messe, weil sich das Quant an der Stelle befunden hat, als ich gemessen habe, sondern erst ab dem Zeitpunkt, wo ich messe, befindet es sich dort. Vorher war es halt an ganz vielen Stellen gleichzeitig, wie gesagt, vereinfacht formuliert. Und in dem Moment, wo ich drauf gucke und schauen möchte, wo genau befindet es sich, ab dem Zeitpunkt befindet sich es an einem festen Ort. Vorher aber nicht. Und vielleicht hat man jetzt schon, wenn man das versucht, auf den Plot von Bioshock zu übertragen, schon eine grobe Idee. Der Trick hinter dem halbgöttlichen Dasein von Elizabeth ist, dass sie als Person, da haben wir wieder das, was Schrödinger ja durchaus kritisiert hatte, nämlich die Anwendung von quantenmechanischen Prozessen oder Ideen, Theorien auf dem makroskopischen Raum. Elizabeth ist quasi ein Quant, also sie wurde quasi zur Quantine durch die Vorgänge in Bioshock und ohne äußere Einflüsse bedeutet es, dass sie gleichzeitig in alle Welten schauen kann, in alle Zeiten, wie auch immer. Also die Lutests haben ja immer so schön gesagt, ne? Raum und Zeit, when and where. Und Elizabeth, wenn sie ihre volle Macht hat, dann ist sie dadurch, dass sie diese Superposition hat, quasi in der Lage, in alle Welten gleichzeitig zu schauen, in alle Zeiten, weil sie halt nicht mehr rein nur ein menschlicher Körper ist, der ganz klar klassische Physik irgendwo zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Ort sich befindet, sondern ja, sie geht halt in diese Superposition und ist plötzlich in ganz vielen Welten gleichzeitig unterwegs. Ist ebenfalls eine Sache, die aus der Quantenphysik kommt. Genauer gesagt war das ein Gegenentwurf zu der sogenannten Kopenhagener Deutung, beziehungsweise zu den Theorien nach Art der Kopenhagener Interpretation,
Also selbst die Begründer quasi dieser Interpretation, nämlich Niels Bohr und Werner Heisenberg, wir erinnern uns, Heisenbergsche Unschärferelation und so, ne? Selbst die waren sich am Ende des Tages nicht so einig, dass es eigentlich Sinn machen würde, von der Kopenhagener Deutung TM zu sprechen. Sondern es ist eher so eine Klasse von Theorien und Ansichten, die bestimmte Physiker, die sich mit dem Thema Quantenphysik beschäftigt haben, irgendwie gehabt haben, die ausreichende Ähnlichkeiten in zentralen Punkten aufweisen, aber halt auch noch Unterschiede. So, die Kopenhagener Deutung war mir jetzt mal grob zusammengefasst. Also, ich habe so ein Quantum, das ist eine Superposition. Also, wenn ich drauf gucke, kollabiert dieser Wahrscheinlichkeitsraum hin zu einer bestimmten Position, zu einem bestimmten Set an Eigenschaften, die dieses Ding hat. Ne? Also, was weiß ich, Lage, Impuls, schießen wir ins Bein. Und da gibt es aber verschiedenerlei Probleme mit, unter anderem auch die Probleme, die halt Erwin Schrödinger mit seinem Schrödingers Katze-Gleichnis irgendwie da auftun wollte. Und ein Gegenentwurf zu dieser Kopenhagener Deutung war halt tatsächlich die sogenannte Viele-Welten-Interpretation. Die hat es ja, sagen wir mal, in eine ganz breite Masse von popkulturellen Outlets geschafft. Streng genommen jede einzelne TV-Serie, die aus Angst vor dem herannahenden Hai, über den sie bald hüpfen müsste, dann plötzlich angefangen hat, in bester Star Trek-Manier so das Paralleluniversum mit hier ist der und der Böse dann zu bringen. Ja, also Spock hat jetzt einen Bart und ist der Böse. Haben sich eigentlich so ein bisschen genau an dieser Idee der vielen Welten interpretiert, auch wenn die im Kern eigentlich ein bisschen was anderes besagt hat, als okay, wir haben jetzt ganz, ganz viele Parallelrealitäten, so wie es dann auch in Bioshock Infinite dargestellt wurde. Die Viele-Welten-Interpretation wurde halt von einem US-amerikanischen Physiker namens Hugh Everett, dem Dritten, begründet und ja, stellte quasi so einen Gegenentwurf zu dieser klassischen Kopenhagener Deutung, also diesem, okay, Quantensuperposition, bis ich drauf gucke, dann klatscht das alles zusammen und ich habe wieder ein schön nach klassischer Physik handelbares Teilchen rumliegen. 1957 hatte er diese Theorie irgendwie verbreitet und darin hat er halt sogenannte relative quantenmechanische Zustände postuliert. Wurde damals zu seiner Zeit kaum rezipiert und hat sich dann auch, nachdem er ziemlich ja, auf den Sack davon bekommen hat und unter anderem Niels Bohr ihn ziemlich hat gerade stehen lassen dafür, hat er ja, sich quasi von der Quantenphysik abgewendet und war dann offenkundig auch durch mit dem Thema. Und seine Theorien wurden dann aber ein ganzes Stückchen später von einem ebenfalls US-amerikanischen Physiker mit dem schönen Namen Bryce DeWitt, Knickknack, nicht wahr? Daher also der DeWitt-Name, in den 60ern und 70ern unter dem Begriff Viele-Welten-Interpretation so neu aufgegriffen und wurde dann auch entsprechend intensiver rezipiert. Die Idee, die dahinter steckte, war am Ende des Tages, und es ging unter anderem auch auf genau diese Kritik von Schrödinger an der Kopenhagener Deutung zurück, wenn ich meine Katze da habe, ist es nicht so, dass sie erst in so einem Wahrscheinlichkeitsspektrum lebendig und tot ist und in dem Moment, wo ich die Kiste aufmache und reingucke, entscheidet sie sich quasi für einen Zustand, also dieser Möglichkeitsraum kollabiert zu einem finalen Zustand, den ich messen kann, sondern effektiv existiert just in dem Moment, wo ich die Kiste öffne, findet quasi so eine Spaltung statt und es existiert dann eine Welt, in der die Katze lebt und eine andere, in der sie nicht lebt. Wobei dieses Weltenkonzept sowohl von Everett, der glaube ich da explizit auch noch nicht von gesprochen hat, aber auch von DeWitt, jetzt explizit eigentlich nicht so, wie es dann popkulturell ja verwurstet wird, ne, im Sinne von, es sind wirklich so Parallelwelten, nur etwas ist ein klein wenig anders gedacht war, sondern tatsächlich eher Welten im Sinne von diese Systemzustände. Welten bezogen auf das konkrete System, also in dem Falle das System Katze, Box, Apparatur und ich glaube auch der Messende, aber da bin ich mir schon wieder nicht so hundertprozentig sicher. Geht jetzt auch vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail. Aber die Idee ist, wir haben jetzt quasi eine Verzweigung zwischen die Katze lebt und die Katze ist tot. Und es ist genau diese Logik, popkulturell quasi aufgeflafft, die effektiv auch das gesamte Narrativ und vor allen Dingen auch die Vorgeschichte zu Bioshock Infinite bestimmt. Denn, wir springen jetzt wieder zurück zur Plot-Zusammenfassung. An jenem Tag, als Booker DeWitt an diesem Fluss stand und ernsthaft überlegt hat, ob er sich seine Sünden mit dem Taufwasser von Father Whiting irgendwie wegwischen lassen kann und dann wirklich als neugeborener Christ einen neuen Namen annehmen, das alte sündenhafte Leben hinter sich lassen und quasi
Trost in den Armen von Gott finden. Zu diesem Zeitpunkt wurde quasi die Kiste von Schrödingers Katze geöffnet. Und in der wortwörtlichen Interpretation von Viele Welten spaltete sich die Realität quasi auf in einen Bereich, wo Booker DeWitt die Taufe angenommen hat, und in einen, wo er das nicht getan hat, wo er das zurückgewiesen hat, so wie wir es im Ending von ihm noch einmal quasi reenacted gesehen hatten, wo er meinte, ey, ich will weg hier. Glaubst du wirklich, hier ein bisschen Wasser zu sprenkeln würde irgendwas ändern? Fuck you. Das war quasi unser Booker. Beziehungsweise konkreter muss man wohl sagen, die Sorte von Booker, zu denen unsere Booker gehört haben. Dazu aber gleich mehr. Jedenfalls, ein Booker hat sich an jenem Tage dazu entschieden, die Taufe nicht anzunehmen und ist quasi zurückgekehrt in sein altes Leben und hat streng genommen da weitergemacht, wo er aufgehört hatte. Er ist dann zu den Pinkertons gegangen, hat sich da dann noch mehr Last auf seine Schultern legen lassen, hat ein zünftiges Trinkerproblem entwickelt, ein Spielerproblem, und hat trotz alledem tatsächlich irgendwann eine Frau gefunden, ist mit ihr eine Beziehung eingegangen, und das Resultat dieser Beziehung war seine Tochter Anna, Anna DeWitt. Seine Frau verstarb bei der Geburt seiner Tochter, sodass Booker dann auch noch alleinerziehender Vater war und offenkundig nicht der allerbeste. Denn sein Trinkerproblem hat angehalten und vor allen Dingen sein Spielerproblem wurde immer schlimmer und er hat Schulden angehäuft. Unterdessen war jener Booker in jenem Universum, was entstand, als sich dieser Booker dafür entschieden hat, zu sagen, jo, Taufe, hit me, und den Namen Zachary Hale Comstock angenommen hat. Jo, der hat sich in eine gänzlich andere Richtung entwickelt, denn er hat wirklich volle Kanüle den Gang in den Glauben gewagt, wurde erst zu einem Prediger und stellte dann sehr schnell fest, dass er offensichtlich gut reden kann und ja, seine Schäfchen, die ihm zuhören, auch durchaus begeistern kann. Und quasi als neue Speerspitze der fundamentalen Christen in Amerika hat er es nicht nur zu Reichtum und Ansehen geschafft, sondern er hat auch zunehmend mehr politisches Gewicht entwickelt, wurde vor den Kongress geladen und hat halt versucht, zu dem Zeitpunkt vermutlich die Politiker noch von einer gottesfürchtigeren Politik zu überzeugen, und hat natürlich aber alles, was an rassistischen Ressentiments, die er ja eh schon mitgebracht hatte, hat die jetzt nicht spontan in christlicher Nächstenliebe aufgehen lassen, sondern war aller Wahrscheinlichkeit noch schon so, wie man sich so einen amerikanischen Fundi-Prediger halt so vorstellt, und hat aber in seiner Religiosität mit einmal Visionen geschoben vom Engel Columbia, die ihm erzählt hat davon, dass ein neuer Garten Eden im Himmel schweben wird, eine Stadt im Himmel, wo man auch wirklich gottesfürchtig ist und wo man nicht so verdorben ist und so sündig wie die Welt um ihn herum, die er versucht irgendwie zu bekehren. Und er ist quasi derjenige, der die Schäfchen einem zweiten Noah gleich auf diese neue Arche bringen soll. Und weil er offensichtlich schon ziemlich viel von seinem eigenen Kool-Aid getrunken hatte, hat er sich halt auf den Weg gemacht und Wege gesucht, wie er die Prophezeiung dieses Engels irgendwie wahr werden lassen kann, und stolperte dabei über die Forschung einer jungen Rosalind Lutece, der In-Universe sozusagen genialsten Quantenphysikerin, die jemals existiert hat. Die wurde von ihren Kollegen nicht hundertprozentig ernst genommen und vor allen Dingen hatte sie große Pläne, aber nicht das Budget dafür. Auch Zachary Hale Comstock, ehemals Booker DeWitt, hatte große Pläne, hatte das Budget für allerlei Unsinn, aber halt nicht die fachlichen Mittel. Also kamen die beiden zusammen und durch die Forschung von Rosalind Lutece war es Comstock am Ende möglich, mit massiven Fundings des US-Kongresses Columbia zu bauen. Wohl nicht zuletzt auch durchaus als eine Art Waffe für die Amerikaner. Zumindest wurde sie ja dann sehr schnell als solche genutzt. Einerseits halt als Beweis für den technischen Fortschritt und für die Kreativität des amerikanischen Volkes, aber auch klar als Waffe. Die Tatsache, dass Columbia mit Peking und dem chinesischen Imperium so Schlitten fahren konnte, kommt ja nicht von ungefähr. Dann passierten auf der Zachary Hale Comstock Seite der Geschehnisse effektiv zwei Dinge. Erstens besagter Boxeraufstand, wo Comstock mal so richtig vom Leder gezogen hat, weil er nun überhaupt gar keine Probleme hatte mit diesen, schlitzäugigen Untermenschen aus seiner Sicht, mal so richtig Putz zu machen. Was dann selbst die beinhärtesten Jingoisten im US-Kongress gesagt hat, ey, das war jetzt ein bisschen extrem. Come on.
und haben halt versucht, Comstock in seine Schranken zu weisen und Columbia anzuweisen, wieder zurückzukehren. War eine der frühesten Sachen, die wir über die Geschichte von Columbia gelernt haben. Da hat der Prophet gesagt, wie wär's mit nein? Und weg war er. Und parallel dazu, durch die fortgesetzte Forschung von Rosalind Lutess, die es halt inzwischen schon geschafft hatte, neben dieser Quantenlevitation, das war ja nur der erste Streich, festzustellen, okay, es scheint diese multiplen Welten zu geben und sie hat eine Möglichkeit entwickelt, einen erstmal nur zaghaften Blick durch den Schleier zwischen den einzelnen Welten zu werfen. Und so richtig gelernt hat sie das vor allen Dingen mit Hilfe ihres Zwillingsbruders in Anführungszeichen, genauer gesagt mit einer alternativen Version ihrer selbst in einer anderen Welt, die halt eben nur zufällig, weil diese vielen Welten von Bioshock so benannt und ja eingedenk der physikalischen Hintergründe auch durchaus nicht unsinnvoll, immer bezeichnet werden als Konstanten und Variablen. Ne? Diese Parallelwelten unterscheiden sich halt immer in bestimmten Details, während andere Details durchaus ähnlich sind. In jener anderen Welt, auf die sie dann plötzlich irgendwie einen Blick werfen konnte, ja, hat sie sich selbst gesehen, nur war sie ein Mann. Halt nicht Rosalind, sondern Robert. Und mithilfe eines weiteren, dem letzten quantenphysikalischen Phänomens, war sie in der Lage, letztendlich Kontakt aufzunehmen zu Robert und die ganze Sache so richtig in Gang zu bringen. Und das ist der Faktor der Quantenverschränkung. Die Quantenverschränkung wiederum ist jetzt noch so eine weitere Eigenschaft dieser merkwürdigen Quantdinger. Man kann nämlich zwei Quanten so zueinander in Kontakt bringen, dass sie in Anführungszeichen miteinander verschränkt werden. Was bedeutet, selbst wenn man die Quanten anschließend wieder trennt, also man darf sich das jetzt nicht vorstellen wie zwei Dinger, die man einfach mit den Händen so zusammenhaut, ne? Wie gesagt, nicht klassische Physik, aber man kann diese Quanten quasi miteinander verschränken oder manchmal verschränken die sich auch und dann sind sie nicht mehr unabhängig voneinander, ganz egal, wie weit weg sie anschließend voneinander sind. Also das eine Quant könnte sich, was weiß ich, irgendwie auf der großen Mauer von China befinden und die andere irgendwo auf dem Pazifik und trotzdem wären ihre Zustände nicht mehr unabhängig voneinander. Da wird bis heute noch überlegt, wie das denn jetzt eigentlich sein kann und auf welche Art und Weise die Quanten denn dann eigentlich miteinander kommunizieren oder in Verbindung stehen, was das ist. Großes Fragezeichen. Es ist halt generell das Ding, die Quantenphysik ist längst nicht auserzählt, was vielerlei Sachen angeht. Genau deshalb ist es halt so ein spannendes, aber für normalsterblich auch de facto nicht fassbares Themenfeld. Aber das scheint es wohl tatsächlich zu geben, das kann man auch experimentell darstellen, dass so eine Verschränkung von Quanten miteinander funktioniert. Genau diese Quantenverschränkung haben die Lutesses jetzt mehr oder minder genutzt, um erstmal miteinander zu kommunizieren, auch ihre gemeinsame Brainpower draufzuschmeißen und diese ganze Lutess-Apparatur, die sie dafür genutzt hatten, so weit zu erweitern, dass es ihnen letztendlich möglich war, quasi diesen Schleier zwischen den Welten einmal zu trennen und sich einmal persönlich kennenzulernen. Und nachdem sie diese Fähigkeit einmal entwickelt hatten, diese Lutess-Device, haben sie, um halt weiter auch von Comstock quasi die Gelder zur Verfügung gestellt zu bekommen und die Ressourcen, die sie brauchen für ihre Forschung. Im Gegenzug dazu haben sie Comstock, also dem religiös-fanatischen Booker, der sich hatte taufen lassen, die Möglichkeit gegeben, ab und zu mal einen Blick zu werfen durch diesen Tear-Generator in andere Welten. Wo man jetzt dazu sagen muss, dass dieser Tear-Generator halt nicht nur in andere Welten, die sich auf demselben Punkt des Zeitstrahls wie die von ihm, also die seiner eigenen Realität befindlichen, befunden haben müssen, sondern für ihn konnte durchaus der Eindruck entstehen, dass er auch in die Zukunft sehen kann. Daher kam dieses ganze Prophetending, was das Kool-Aid und sein eigenes, oh Gott, gib mir Visionen, ich bin der Auserwählte, bis dahin noch nicht gerissen hatte. Ja, ich habe davon geträumt, eine Stadt wird fliegen und wahrlich, Gott hat gemacht, dass die Stadt fliegt. So, und jetzt kriegt er plötzlich auch noch Visionen aus der Zukunft. Ich bin der Prophet. Ein Irrglaube, in dem Rosalind Lutess ihn gerne gelassen hat, weil, ja, okay, er war halt ihr Mittel, ihre Forschung weiter voranzutreiben, also fuck it. Diese vermeintlichen Visionen, also einfach diese Blicke durch Tears hinein in andere Welten und in andere Zeiten, waren es auch, die ihm ja quasi ermöglicht haben, viel von dem zu antizipieren, was wir im Spiel selbst gemacht haben. Viel wichtiger ist allerdings, dass er auch die Vision gehabt hat, dass sein Garten Eden einstmals, wie wir es ja ganz häufig gelesen haben, ja, das Sodom dort unten auf der Erde, also die alte Welt quasi, in Feuer reinigen wird und damit so das Zeitalter Gottes anstehen würde. Das allerdings, so ging er fest davon aus, funktioniert nur, wenn jemand aus seiner Blutlinie
auf dem Thron von Columbia sitzt. Durch das ganze Rumexperimentieren mit dem Ter-Generator ergab sich nur das Problem, dass sich Comstock massive Metastasen gezogen hat, die nicht nur dazu geführt haben, dass sein Krebstod nur noch eine Frage von wenigen Jahren gewesen ist, sondern die ihn ganz nebenbei auch steril gemacht haben. Laut seiner Prophezeiung, die er sich in den Kopf gesetzt hatte, war ja nur wichtig, dass jemand seines Blutes auf dem Thron sitzt. Er musste das nicht selber machen. Also hat er seine Lady Comstock, seine Ehefrau, massiv dazu gedrängt, ja doch bald mal ein Kind zu werfen, was sie auch gerne getan hätte. Das ging aber nicht, weil er halt einfach steril war wie 100 Meter Wüstensand. Womit sein großer Plan von der Reinigung, von der Läuterung der Welt und dem Einläuten von Gottes Zeitalter ja plötzlich ein größeres Hindernis entgegenstand. Die Lösung dafür fand er wiederum im Ter-Generator, denn er fand dann eine Welt mit einer alternativen Version von sich selbst, der sehr wohl dadurch, dass der Booker, der die Taufe damals nicht angenommen hatte, niemals in Kontakt kam mit Rosalind Lutez, niemals in Kontakt kam mit dem Ter-Generator von Rosalind Lutez, dementsprechend auch diese ganzen Metastasen und Krebsgeschwüre, die ich entwickelt hatte und durchaus noch fruchtbar war und ein Kind bekommen hatte, Anna DeWitt. Und das ist der Moment, wo sich quasi Parallelwelt A Booker, aka Zachary Hale Comstock, und Parallelwelt B Booker, Booker DeWitt, der bei den Pinkertons war und dann zum Schluss ein runtergekommenes Leben in einer kleinen Privatdetektei geführt hat, wo sich die beiden Wege gekreuzt haben. Denn Booker aus Parallelwelt B, hochverschuldet, Trinker, war so hochverschuldet bei Leuten, wie er es selbst im Spiel formuliert hat, bei denen man keine Schulden haben möchte, dass er dringend an Geld kommen musste. Also hat Zachary Comstock aus Parallelwelt A Robert Lutez losgeschickt. Der machte Booker ein Angebot. Pass auf, gib uns dein Mädchen, gib uns deine Tochter und Mr. Comstock wird dafür sorgen, dass du keinerlei Geldprobleme mehr hast, beziehungsweise dass deine, nicht keinerlei Geldprobleme, er wird dich nicht zum Millionär machen, aber er wird sämtlichste deiner Schulden bezahlen. Alle deine Probleme sind vom Tisch. Gar kein Ding. In einem gigantischen Moment der Schwäche hat Booker letztendlich zugestimmt. Hat seine Tochter Anna Robert ausgeliefert und das wär's dann gewesen, theoretisch. Wie wir allerdings am Ende von Bioshock gesehen haben, war Parallelwelt B Booker zumindest hell genug, quasi unmittelbar nach der Übergabe zu realisieren, fuck, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Okay, der Deal ist abgesagt, scheiß auf die Schulden, das kriegen wir anders geklärt. Hat Robert verfolgt und ihn an dem Ort gestellt, in einer Nebengasse, wo die Lutesses den Teer gerissen hatten. Auf der anderen Seite wartete bereits Zachary Comstock, nahm Anna entgegen und es entbrannte dieses Gerangel zwischen den beiden Bookers, während der Lutess-Teer zunehmend instabil wurde und bereits begann sich zu schließen. Am Ende des Tages war es Zachary Hale Comstock, der ausreichend heftig zog, dass Anna drüben auf seiner Seite landete, allerdings nicht gänzlich, weil Anna nämlich noch ihre Hand nach ihrem Papa ausgestreckt hat, wurde ihr von dem sich schließenden Teer ein Finger abgetrennt. Was genau der Grund ist, warum Elizabeth, die wir im Spiel getroffen haben, halt immer mit diesem kleinen Fingerhut durch die Gegend läuft. Es war dieser Moment, in dem Anna bzw. Elizabeth, wie Comstock sie dann nannte, zu diesem Überwesen wurde, weil ein Teil von ihr noch in ihrer alten Realität verblieben ist, der Rest von ihr allerdings in einer Parallelwelt existierte und es dort quasi zu so einem Quantenverschränkungs-Dingi kam, was in der Logik von Bioshock Infinite dazu führte, dass Elizabeth in eine Art Quantensuperposition ging und plötzlich halt in der Lage war, auch je älter sie wurde, erst selbst Tears zu reißen und dann eigentlich so eine Quantensuperposition auch einzunehmen, wie sie dann zum Schluss auch einnehmen konnte. Ne? Sie sah plötzlich alle Türen, alle Parallelwelten, alle Möglichkeiten. Sie wurde quasi zu einem allwissenden Wesen. Weil sie diese Kräfte allerdings in jungen Jahren nicht kontrollieren konnte und die zunehmend auch ihren Händen entglitten, wurde dann in ihrem Turm, in den Comstock sie dann inzwischen eingesperrt hatte, wurde halt dieser Siphon angebracht. Also eine Gerätschaft, die nur dazu dient, die überschüssige Energie von ihr quasi so abzusaugen und sie unter Kontrolle zu halten. Die alte Elizabeth aus Comstock House hat es immer genannt, ja, die Leine, die Leash. Etwas, was sie unter Kontrolle hält. Jo. Und damit sind wir schon fast beim Ende der Vorgeschichte von Bioshock Infinite, die wir im Laufe des Spiels langsam nach und nach aufgelöst haben, angekommen. Das Einzige, was noch passierte, also Booker fiel halt endgültig in das absolute Loch, hatte sich zur Strafe AD auf seine Hand tätowiert, Anna DeWitt, um niemals zu vergessen, was genau er da gemacht hat.
und wäre vermutlich einfach irgendwann am Alkoholismus kaputt gegangen und an seinen eigenen Sünden. Wenn es sich nicht ergeben hätte, dass das plötzliche Auftauchen einer Tochter von Comstock für Fragen gesorgt hätte. Seine Frau war die erste, die gesagt hat, das kannst du den anderen erzählen mit von wegen unbefleckte Empfängnis und dein Samen wurde quasi aus dem Stoff unseres gemeinsamen Bettes oder sonst was gezeugt und blühte auf und raus kam unsere Tochter. Du bist doch fremdgegangen. Ist Comstock ja streng genommen nicht. Ist aber auch gar nicht seine Tochter, also nicht wirklich. Genetisch schon, inhaltlich eher nicht. It's complicated. Weil es für ihn aber unglaublich wichtig war, dass die Geschichte von, okay, sie ist seine Tochter, also wirklich seine Tochter, ja, bestehen bleibt, weil auch offenkundig niemand in Columbia außer den Lutesses und vielleicht Fink wusste, woher seine Prophezeiungen eigentlich kamen, dass es gar nicht Gottes Wille war, sondern eine Menge Technik dahinter steckte, fing er an, nach und nach Leute mundtot zu machen, angefangen von seiner Frau, wobei er den Mord an ihr dann auch noch Daisy Fitzroy in die Schuhe schob, weil klar, der gottgesandte Prophet kann ja nur selber kein Mörder sein. Und auch die Lutesses wussten am Ende zu viel, weil die wussten ja nur sehr genau, wo Elizabeth herkam. Also hat sich Comstock entschieden, auch diese Mitwisser zu beseitigen, hat Fink engagiert, der die Lutess-Device manipuliert hat und bei dem resultierenden Unfall sind die Lutesses technisch gesehen gestorben, aber eigentlich auch nicht. Weil durch den Unfall mit dem Lutess-Device sind sie plötzlich ebenfalls in einen Zustand geraten wie Elizabeth auch. Also quasi diese Superposition. Auch die Lutess-Zwillinge haben diese makroskopische Quantensuperposition. Sie können rein theoretisch überall gleichzeitig sein. Die Grenzen der Welten interessieren sie nicht. Sie sehen alles, wissen alles, können alles manipulieren. Deshalb können sie auch immer auftauchen, wann sie lustig sind. Das ist die Idee dahinter. Und für Rosalind wäre das auch okay gewesen, weil so Allmacht, sie kann die Mysterien des Universums jetzt hautnah quasi erleben und erforschen. Robert Lutess hingegen hatte Bedenken. Insbesondere, weil Comstock zunehmend weniger subtil klar machte, dass er das Ding, mit dem die Berge der Menschen in Flammen tauchen und das Sodom läutern, jetzt nicht nur sprichwörtlich gemeint hat. Sein Ziel war es tatsächlich, irgendwie große Bestandteile des Sodoms der Erde unten halt irgendwie auszulöschen. Und Robert hatte damit dann, ja, sagen wir mal, moralische Bedenken. Und da er ja sehr genau wusste, dass die Lutesses letztendlich für den Aufstieg von Comstock maßgeblich mitverantwortlich waren, hat er halt gesagt, nee, das müssen wir bereinigen. Und der Weg, das zu bereinigen, führte dahin, einem Mann, der schon komplett gebrochen war, eine Chance zu geben, seine Verfehlung wieder gut zu machen und das Mädchen zu holen. Dieser Satz, ne, bring us the girl and wipe away the dead, bring uns das Mädchen und lösche damit die Schuld aus, funktioniert halt, weil es einerseits das Credo war, unter der Booker damals Anna weggegeben hatte, aber es trifft jetzt auch wieder zu, denn durch den Verkauf von Anna hat er wiederum eine Schuld auf sich geladen, die noch weit über seinen Status als Rahmenvater hinausgeht. Ne? Booker hat dadurch ja ebenfalls seinen Beitrag geleistet an dem drohenden Genozid an großen Teilen der Menschheit. Und um diese Schuld wieder wettzumachen, sackt Robert ihn wieder ein und Rosalind und er, und da startet ja dann auch das Spiel, ne, sammeln ihn aus seiner Dimension ein, bringen ihn in die Dimension von Comstock bzw. Elizabeth und ja, geben ihm Klaps auf den Hintern und sagen so, hol sie dir, Tiger. Und dann beginnt halt das Spiel. So viel erstmal grob zur Vorgeschichte. Das war einiges, aber wie gesagt, im Spiel selbst passiert ja schon auch noch einiges, aber das ist so der große Metaplot des Ganzen. Bis zum Ende hin, wo das also alles aufgeklärt wurde, wo klar wurde, okay, Booker ist Comstock, Elizabeth ist Anna DeWitt. Und am Ende blieb allerdings die Frage, ja, Comstock ist getötet, aber Elizabeth sagt es auch, sie weiß das ja auch, der Siphon war zerstört, sie kann in alle Welt gucken. Es gibt nicht nur einen Comstock, genauso wie es nicht nur einen Booker gab und auch gibt. Und genauso wie wir am Ende gesehen haben, es gibt auch ganz verschiedene Elizabeths. Multiple Parallelwelten. Beziehungsweise genauer gesagt, das steckt ja im Titel des Spiels schon drin, Bioshock Infinite. Es gibt eigentlich unendlich viele Parallelwelten. Zu dem Zeitpunkt wird halt klar, dass die ganze Sache noch einen Tacken größer ist. Es gibt also nicht nur Parallelwelt A und Parallelwelt B, also die Welt von Rosalind Lutess und Comstock, beziehungsweise Robert Lutess und Booker, die miteinander interagieren, sondern streng genommen kann man sehr stark davon ausgehen, dass es eine de facto unendliche Zahl gibt von Parallelwelten des Typus B, mit Booker und Robert und unendliche Parallelwelten vom Typus A mit Comstock und Rosalind. Einen Comstock zu töten bringt am Ende genau gar nichts. Also, die einzige Lösung, die
Elizabeth sieht, ist, ihre Quantensuperposition auszunutzen, um an den Ort zurückzukehren, wo sich die Realitäten erstmalig in A- und B-Klasse-Universen geteilt haben. Also jenen Moment, an jenem Tag, in jenem Fluss, wo Father Whiting Booker entweder getauft hat oder nicht. Und an diesem Ort Booker zu töten, vor dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wurde. Denn für jeden Booker, der die Entscheidung nicht trifft, existiert ein Booker, der die Entscheidung getroffen hat, die Taufe anzunehmen und zu Comstock zu werden. Wiederum eine Schrödingers Katze. In der einen Welt lebt die Katze, in der anderen stirbt sie. An der Stelle dann sozusagen eine binäre Entscheidung. Und von daraus splitteten sich noch weitere Parallelwelten ab. Man kann sich das vielleicht sehr gut vorstellen, wenn man die Welt bis zu diesem Tag an dem Fluss als einen Strahl, der sie anschließend so in so eine Y-Form aufsplittet und dann wie so eine Baumverästelung, auch diese Welten haben sich ja auch nochmal aufgesplittet, Entscheidungen führten zu Konstanten und Variablen, die über die Welten unterschiedlich sind und sie wollten quasi zurück zum Stamm, zum Ursprung, wo sich die Welt bezüglich dieser ganzen Booker- und Comstock-Variante das erste Mal gesplittet hat und dort einen Schlussstrich setzen. Was die Elizabeths dann auch gemacht haben, sie haben Booker an dieser Stelle ersäuft und damit endete mehr oder minder das Spiel. Das ist in the nutshell, und ich weiß, diese nutshell dürfte jetzt wahrscheinlich irgendwas um eine Dreiviertelstunde gedauert haben. Das ist die Idee hinter dem großen Metaplot von Bioshock Infinite. Es gibt natürlich noch andere Nebenstories quasi. Beispielsweise, also ganz prominent, was mir halt einfach wirklich gut gefallen hat, war die ganze Geschichte rund um Daisy Fitzroy, die ja, nachdem sie als Haushaltshilfe der Comstocks falscherweise bezichtigt wurde, Lady Comstock getötet zu haben, ja, gejagt wurde wie ein Hund und es aber immer wieder geschafft hat, ihren Häschern zu entkommen und die ganze Wut und Enttäuschung und auch durchaus den Hass auf dieses hochgradig bigotte, schwerstens rassistische und in vielen Stellen auch wirklich unmenschliche Columbia irgendwie zusammenzunehmen und halt ähnlich wie Atlas in Bioshock 1 quasi die Revolution zu begründen. Und dabei, zumindest soweit es das Hauptspiel angeht, ja durchaus auch sehr erfolgreich war, zumindest in einigen Columbias. Und letztendlich aber dadurch, dass sie sich von ihrem Hass hat verzehren lassen, dann zu immer extremeren Mitteln geglitten hat und ihre eigene Rache ihr auch gefühlt auch so ein bisschen entglitten ist, ja, dann letztendlich auch von Booker und Elizabeth zur Strecke gebracht wurde. So eine Geschichten gibt es natürlich auch, oder die Geschichte von Cornelius Slade und dergleichen mehr, ne? Aber das haben wir, glaube ich, schon im Spiel ausreichend exploriert und das ist auch, obwohl es gute Geschichten sind, glaube ich, wenig tricky erzählt. Das sind die Teile von Bioshock, die man sehr gut versteht. So richtig Meta wurde es ja dann auch erst eher ab dem zweiten Teil, also effektiv nach dem Tod von Daisy Fitzroy. Vorher gab es immer wieder Andeutungen, auch was dieses ganze Quantenmechanik-Ding angeht. Falls ihr euch daran erinnert, in einer der ersten Episoden, wenn es nicht sogar in der ersten war, hatte ich, als wir uns der Statue von Lutece genähert haben, hatte ich doch gemeint, was war denn das? Das war kurz vor dem Einspieler mit dem Fingergun-Duell aus Borderlands. Was da effektiv passiert war, und ich musste mir sehr auf die Zunge beißen, um da nicht gleich was zu verraten. Wenn ihr da nochmal hinspringt, euch das nochmal anguckt, wenn man sich nähert, ist, ich glaube, es ist erst die Statue von Robert Lutece. Dann fängt die an, so ein bisschen zu prisseln und plötzlich ist es die Statue von Rosalind Lutece. Das sind so die ersten Hinweise, so, hier geschehen merkwürdige Dinge. Und dass die beiden Persönlichkeiten, die haben wir ja schon zusammen erlebt, aber dass die scheinbar was verbindet, wurde dadurch nochmal ein bisschen unterstützt. Jesus fucking Christ. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob jetzt gerade dieser ganze Exkurs halbwegs verständlich war. Ich glaube, man versteht halt erst so richtig, was dieser Plot wirklich von einem will, wenn man sich diese durchaus an vielen Stellen, glaube ich, auch eher populärwissenschaftlich interpretierte Lesart von so Quantenphänomenen irgendwie mal so vergegenwärtigt hat, sowas wie die Quantenverschränkung, ne? Oder halt eben genau diese Quantensuperposition. Das ist, glaube ich, das Hyperrelevante. Dass Irrational Games effektiv postuliert hat, durch das, was Elizabeth passiert ist und was den Lutece passiert ist, haben sie quasi auf der makroskopischen Ebene als Menschen der realen Welt quasi oder der realen Welten einen Zustand eingenommen, der vergleichbar ist mit Quanten. Dass sie also plötzlich überall gleichzeitig sein können. Okay, was ist jetzt generell von diesem Plot zu halten oder von dem Plotwriting im Allgemeinen? Bioshock Infinite noch wesentlich mehr als Bioshock 1
hat, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass es einem übelst smart vorkommt und auch, ja, tatsächlich, also mich zumindest beim ersten Mal spielen, total fasziniert hat, die Implikationen zu durchdenken, und weil man dann plötzlich feststellt, so, hey, okay, sie haben sich ja wirklich dann so sozusagen an der Quantenphysik so ein bisschen orientiert und versucht, diesem ganzen Narrativ so eine wissenschaftliche Komponente zu geben und sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen lang zu hangeln und faszinierenden, ja, wissenschaftlichen Phänomenen, dann wirkt es halt erstmal total zerebral und boah, und das ist so smart gemacht. Ich glaube leider an verschiedenerlei Stellen hält das Ganze dem zweiten Blick hinterher nicht stand. Ich glaube, was vom Plot gut funktioniert, sind einerseits die Charaktere. Jeremiah Fink quasi als der neue Industriemagnat, also schon in der Spielart von Augustus Sinclair, beziehungsweise so eine Mischung aus Frank Fontaine und Ryan, der aber diesem Standardtropus irgendwie nochmal eine eigene Note gibt. Ja, und durch dieses wieselige, stark opportunistische, gleichzeitig aber auch immer noch gewissenlose, ist effektiv so eine Mischung aus Andrew Ryan und Augustus Sinclair. Daisy Fitzroy als Atlas-Ersatz, quasi ohne Zweitidentitätstwists oder dergleichen mehr. Und halt echter Wut und Verzweiflung und, ja, zumindest aus meiner Sicht, auch eine Agenda und einem Vorgehen, wo man zumindest verstehen kann, warum sie letztendlich so tief in den Kaninchenbau hineingegangen ist, wie sie es dann gemacht hat, dass sie am Ende sogar bereit war, ein kleines Kind irgendwie umzubringen, weil sie so, ja, das Böse muss mit der Wurzel ausgerupft werden. Die Lutesses als, ja, als die enigmatischen, weisen Propheten, wie auch immer man es sagen will, also quasi so der Q-Ersatz, was Q für Star Trek ist, sind ja hier die Lutesses, ne, tauchen immer wieder auf, wirken merkwürdig jovial, reden kryptisches Zeug, helfen aber trotzdem weiter. Und man fragt sich, wer sind die? Was ist deren Agenda? Die funktionieren an sich, glaube ich, auch wirklich gut. So, alles in allem, ich glaube, die Main-Player, die Hauptcharaktere funktionieren großteilig sehr gut. Die einzige Ausnahme, die ich jetzt einfach mal da mit reinnehmen würde, ist so ein bisschen Comstock. Der ist schon ein bisschen eine Bratwurst. Also, jetzt nicht nur charakterlich in-game gesprochen, sondern auch das Konzept finde ich nicht unbedingt eines der stärksten Bioshock-Antagonisten-Konzepte. Weil das große Problem ist, wenn wir beispielsweise ihn mal vergleichen mit Andrew Ryan, wenn wir das auch bei Sophia Lamb gemacht haben, dann ist es hier auch legitim. Sehr viel von der Motivation bei Comstock hängt von dieser merkwürdigen Vision ab. Einerseits haben wir ja mitbekommen, er ist sich alles andere als verlegen darum, bezüglich seiner göttlichen Kräfte auch zu lügen und zu betrügen und zu verheimlichen. Trotzdem ist sein ganzes Verhalten, er will unbedingt die Berge der Menschen brennen sehen, lässt sich nur erklären, wenn er diese Columbia-Geschichte bis zum gewissen Grade selbst gefressen hat. Und das nicht nur tun als ob ist. Aber dadurch, dass seine Motivation halt nur diese ominöse Prophezeiung ist, von der wir selbst auch niemals erfahren, gab es da irgendwie ein realweltliches Äquivalent dazu? Dass seine Prophezeiungen primär durch Blicke durch die Tears der Lutesses entstanden sind, das wissen wir. Aber der Stein des Anstoßes, dass er halt unbedingt diese Stadt in den Wolken haben wollte. Wo kam das her? War das wirklich einfach nur religiöse Verbrämtheit? Was ist sein Antrieb, eigentlich nur diese Prophezeiung wahr werden zu lassen? Und das ist aus meiner Sicht nicht so gut nachvollziehbar. Also klar, ne? Religiöse Eiferer, wahnsinnige Fanatiker und effektiv Terroristen, schon klar, ich verstehe es. Die soll man ja vielleicht auch nicht verstehen können, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Kernaussage. Aber wenn man Andrew Ryan heranzieht, der war ein Assi, durchaus ein Monstrum, aber zumindest konnte man seine Philosophie und seine Beweggründe immer verstehen. Und dieses Potenzial, dieses Nachvollziehens der Beweggründe von Andrew Ryan, mit welcher Konsequenz er seinen Schuh auch durchgedrückt hat. Man wusste immer, aus welcher Richtung der kam. Und das ist bei Comstock nicht gegeben. Das nicht mehr als, jo, religiöse Kloppies. Am I right, folks? Was, glaube ich, dann nicht so stark ist. An der Stelle halte ich tatsächlich sogar Sophia Lamb noch für ein bisschen stärker. Was also die Motivation angeht. Mag sein, dass Comstock der interessantere Charakter ist als Sophia Lamb, aber zumindest, ja, was die Motivation angeht, bin ich da eher auch wieder bei Sophia Lamb. Auch hier gilt also, ne, der Antagonist nichts ganz so Besonderes, außer halt bezogen auf den Twist. Ja, und ansonsten funktioniert er halt so grob. Er ist aber auf jeden Fall schwächer als Andrew Ryan.
Aber zumindest ist er auch kein Reed Wahl. Ich habe jetzt mal nochmal nachgeguckt. Das ist der Antagonist bei Minerva Stan. Reed Wahl. Dieses voll vegane Würstchen. Ja, so schlimm war es dann am Ende des Tages auch nicht. Wie gesagt, ungemein stark fand ich die ganze Daisy Fitzroy-Geschichte auch von den Implikationen und von den philosophischen Überlegungen, die man da anstrengen kann. Generell ist es ja auch so, dass nach ihrem Tod es dann schon ein bisschen bergab geht. Da stehen wir ja dann auch kurz davor, dass wir dann nach Ghostbuster City gehen. Also ein nicht ganz so starker Antagonist, ansonsten aber eine Story, die durchaus zum Nachdenken einlädt und die einen sogar dazu bringen kann, wie in meinem Falle, sich mal ein bisschen über realweltliche Wissenschaftsphänomene irgendwie in den Kopf zu machen. Ist doch eigentlich nicht schlecht. Setting, hatte ich vorhin schon gesagt, ist eigentlich top. Trotzdem ist Bioshock Infinite auf dem 4. von 6 Plätzen bei mir. Und für mich eindeutig das schlechteste Hauptspiel. Immer noch gut, keine Frage. Aber im Vergleich zu den beiden anderen glaube ich schon und habe ich zumindest das Gefühl, das ist jetzt nicht nur rein subjektives, mag ich oder mag ich nicht, ist es schon das Schlechteste. Eben weil es ein typisches Beispiel dafür ist, auf den ersten Blick wirkt es total smart und diese Smartness bröckelt dir, wenn du mal ein bisschen intensiver drüber nachdenkst, unter den Fingern hinweg. Das führt ein bisschen dazu, dass man im Moment, wo man das Spiel spielt, am besten zum ersten Mal spielt, auf jeden Fall gefesselt ist, dabei ist und wenn der Abspann dann läuft mit diesem Mega-Twist, Booker ist Comstock, ja, dass man so mindblown Hammer erst. Das ist dann schon spannend. Das ist auf jeden Fall eine Story, von der ich persönlich glaube, die kann man miterlebt haben, die auch wesentlich smarter ist als das, was viele andere Videospiele so anzubieten haben. Keine Frage. Aber beispielsweise smarter als Bioshock 2? Tut mir leid, aber da bin ich mir ehrlich gesagt unsicher. Weil, und das wird jetzt den letzten Teil hier dieses Assoziationsblaster-Abschnittes ausmachen, wenn wir da mal so ein bisschen an den Fäden ziehen, dieses scheinbar komplexe Gewebe aus Story und Verquickung von Plot und Wissenschaft, da sind schon so ein paar lose Enden vorsichtig formuliert. Der Grund, warum ich den Plot von Bioshock Infinite, so spannend er im ersten Moment auch wirkt und so mysteriös und so zum Knobeln einrät, letztendlich doch für den deutlich schwächsten Plot aller drei Hauptspiele der Bioshock-Serie halte. Da gibt es effektiv so drei Gründe für. Erstens, und das ist vielleicht auch so ein persönliches Ding, aber in dem Plot, wenn man ihn in der Gesamtheit sich anschaut, dieses Ghostbuster-Ding mit Lady Comstock. Ich habe mich im Cast schon ein bisschen aufgeregt, das ist aus meiner Sicht ein echtes Problem. Weil das Spiel sich halt ja schon große Mühe gibt, den Eindruck zu erwecken, als würde sich die Story, so fantastisch sie auch erstmal anmuten mag, ja eigentlich irgendwie doch sehr nahe noch an realweltlichen Wissenschaftsphänomenen dran sein. Und ja, sich innerhalb des Universums auch eine eigene Logik aufbaut, wie das funktioniert, die ja großteilig auch funktioniert, ne? Was passiert, wenn Booker und Elizabeth zwei Welten quasi miteinander verschmelzen und plötzlich Leute, die in der einen Welt gestorben sind, sich daran erinnern, dass sie gestorben sind, sind aber gleichzeitig noch am Leben und wie schwierig das dann für sie ist, das quasi zu vereinbaren. All diese Mechaniken werden ja mehrfach etabliert und werden just in diesem Moment bei dieser Ghostbusters-Geschichte mit Lady Comstock einfach komplett über den Haufen geworfen. Plötzlich wurde eine lebende Lady Comstock mit einer realen verschmolzen. Aber da ist dann auch noch eine Menge Wut von Elizabeth mit drin in diesem Mix. Und das führt dann dazu, dass Lady Comstock effektiv zu einem Lichgeist wird, die die Untoten wiederbeleben kann. Weil, fuck it, warum nicht? Von mir aus. Da reißen sie halt mit dem Hintern so viel von der Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Welt ein. Und diesem, okay, ich kann grob verstehen, auch wenn ich dann erstmal irgendwie im Nachgang 2 Stunden Wikipedia-Artikel zu Quantenphysik lesen muss, aber ich verstehe die Logik eurer Welt. Oder auch nicht. Was dann auch ein bisschen auf den Rest überstrahlt. Das war für mich schon beim ersten Spielen so dann im Nachgang ein Indikator dafür, okay, haben die Macher von Irrational Games ihre eigene Welt tatsächlich so gut verstanden und so ernst genommen, wie sie großteilig den Anschein machen? Bin mir unsicher. Aber gut, eine Episode kann man ja damit leben. Vielleicht wollten sie einfach wirklich irgendwie noch eine Geistergruselgeschichte mit reinbringen. Vielleicht war ihnen das ein Anliegen. Zweitens muss man auch sagen, eine Menge von Bioshock hängt wieder mal, wie beim ersten Teil, massiv an C-Twist. In diesem Fall also die Dynamik zwischen Comstock, Booker und Elizabeth.
viel davon wird tatsächlich auch etabliert, ne? Also beispielsweise, dass dieses Thema der Taufe kommt ja immer wieder. Am Anfang, wenn wir den Leuchtturm betreten, ich wasche deine Sünden fort. Dann Father Whiting am Anfang. Dann später noch als dieser Journalist, der irgendwie die Biografie von Comstock schreiben soll. Die Tatsache, dass Comstock und Booker zumindest nach Aussage von Comstock durchaus biografische Ähnlichkeiten aufweisen. All diese Geschichten. Ein bisschen wird da vorbereitet. Das finale Puzzleteil wird einem aber erst zu einem Zeitpunkt geliefert, kurz bevor die Offenbarung ohnehin kommt. Weil auf die Idee kommen, dass Booker ist gleich Comstock, kann man eigentlich erst ab dem Zeitpunkt, wo man in der Hand of Prophet dieses Voxophone erhält, wo Rosanelle Duthess dann plötzlich aus dem heiteren Himmel, wie so häufig, wenn es um die Lattes-Erfindung geht, wo Irrational an diesen Stellen dann schon immer sehr stark wieder auf Techt-Bubble, eine Zauberin hat's gemacht, zurückgreift. Ja, dass der Lutess-Generator bei Comstock zu Metastasen geführt hat und ihn damit zeugungsfähig gemacht hat, das wussten wir. Dass dieselben Metastasen aber auch dazu geführt haben, dass er sehr, sehr schnell altert. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von rapider Zellverfall, sondern wirklich im Sinne von, ja, er springt halt einfach ein paar Jahre und ist jetzt ein alter Mann mit weißem Bart, der auch einen völlig anderen Voice-Actor hat. Das sind Kisten, da mussten sie sich halt ein bisschen drehen, damit ihr Twist funktioniert. Und das kann ich auf eine gewisse Art und Weise auch natürlich nachvollziehen. Hätten Booker und Comstock denselben Voice-Actor, wäre es vielleicht zu auffällig gewesen. Wenn man zumindest dieses Voxophone ein bisschen früher platziert hätte, wäre es ein bisschen besser gewesen. So habe ich gerade bei diesem Twist schon ein bisschen das Gefühl, dass sie sich ein bisschen drehen und wenden mussten und sich auch mehr ein bisschen was zurechtschreiben mussten, damit dieser Twist dann irgendwie so funktioniert. Das ist so ein bisschen Lutess-Generator-Nebeneffekt Ex Machina, was dann wieder so ein bisschen Lab abnimmt von dieser Smartness, also so einen richtig guten Twist. Sollte man ja immer so bauen, dass man ihn möglichst nicht sieht, aber dass man zumindest die Chance hat, es sehen zu können. Ne? Und das, finde ich, geht so an der Stelle. Der größte Punkt aber, Punkt 3, das gesamte Multiversen-Konzept als Plot-Aufhänger ist aus meiner Sicht generell nicht nur bei Bioshock Infinite, aber schon vom Start weg zum Scheitern verurteilt. Und in Bioshock Infinites spezifischen Fall so der Hauptgrund für diese flüchtige Smartness, die halt auseinanderbröckelt, wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt. Das heißt also, das, was mich am Plot wirklich tatsächlich am meisten stört, ist quasi dieses Metathema der Quantensuperposition verschiedener Akteure und was das letztendlich bedeutet. Wir nähern uns langsam dem Ende, auch weil mir die Zunge langsam wirklich schwer wird. Aber eventuell macht es an der Stelle Sinn, nochmal ganz kurz darauf hinzuweisen, dass eine Sache, die sämtliche Bioshock-Teile durchaus verbindet, die Tatsache ist, zumindest aus meiner Sicht, dass jeder Teil zwei unterschiedlich geartete Hauptthemen hat. Einmal ein Setting-Thema und einmal eine Art Metathema. Quasi so die philosophische Implikation dessen, was darüber gebracht wird. Also als Beispiel, was ich mit Setting-Thema meine, der verbindende Punkt zwischen allen drei Spielen ist ja, es geht immer um das Gedankenexperiment, eine möglichst fundamentale Auslegung einer bestimmten Ideologie zu haben. In Teil 1 halt Objektivismus, in Teil 2 Kollektivismus bzw. Anti-Individualismus und im dritten Teil halt Jingoismus und Fundi-Christen-Konservatismus. Das mal ins Übertriebene gesteigert, was kommt dabei rum? Hatten wir ja schon gesagt, das ist immer so dieses Setting-Thema. Gleichzeitig gibt es aber immer auch noch ein Metathema. Ne? Bei Bioshock 1 war das Would You Kindly, die Frage freier Wille, beziehungsweise so dann später auch reininterpretiert, eine gelungene Spitze auf zu lineare Plots in Videospielen. Wo Ken Levine ja auch schon gesagt hat, okay, das wurde da reininterpretiert, das ist natürlich auch eine lustige Sichtweise. Allein die Tatsache aber, dass nach Aufdecken des Would You Kindly-Twistes und nach der Befreiung von Jack es ja genauso linear weitergeht wie zuvor, ist halt eigentlich ein Zeichen dafür, dass man zumindest die Intention der Macher da auch nicht überinterpretieren sollte. Es war halt eine lustige Idee, wie Ken Levine auch selber sagte, eigentlich eher mehr so ein Easter Egg, was halt sehr positiv angekommen ist, aber wie viel da rein interpretiert wurde, hat dann selbst Irrational Games halt schon überrascht. Nichtsdestotrotz, also freier Wille-Kiste war in Bioshock 1 das Metathema, bei Bioshock 2 aus meiner Sicht ganz klar die Konsequenzen moralischen oder eben auch unmoralischen Handelns, insbesondere in ihrer Modellwirkung auf andere. Und bei Bioshock Infinite haben wir dann effektiv eine Fingerübung in der Anwendung quantenmechanischer Konzepte auf ein Videospiel-Narrativ, die zugegebenermaßen
weitergehen als so ziemlich in jedem anderen Spiel zuvor, was mir zumindest bekannt wäre. Das muss man ihnen natürlich lassen, ne? Nichtsdestotrotz finde ich genau diesen Punkt, also dieses Metathema, wir nehmen jetzt dieses Quantenmechanik und dieses viele Weltding, Parallelwelten-Ding her und versuchen da was Smartes draus zu machen, finde ich von allen Metathemen über die Serie her am schwächsten. Jetzt gibt es für dieses Metathema multiple Welten, Konstanten und Variablen, gibt es aus meiner Sicht ja irgendwie so ein bisschen zwei Lesarten, die Bioshock Infinite beide bedient. Durchaus auch in Analogie wieder zu Bioshock 1, wo es für deren Metathema, ne, freier Wille, ja auch zwei Lesarten gibt. Eher eine philosophische und dann noch so eine augenzwinkernde, ludologische, also auf Videospiele bezogene Interpretation des Metathemas freier Willen. Gibt es, glaube ich, hier in Infinite auch? Also man liest allenthalben mal immer von der tieferen Bedeutung von Bioshock Infinite bezogen auf sozusagen diese ludologische Komponente. So im Sinne von, boah, endlich wieder ein schlauer Meta-Kommentar auf Spiele, hör mal. Auf eine gewisse Art und Weise sehe ich das, was Bioshock Infinite letztendlich ja mit diesem multiple Welten, den Konstanten und Variablen sagt, schon als eine logische Fortsetzung dessen, was sie in Bioshock 1 gesagt haben. In Bioshock 1 war es gibt eigentlich keine Wahl. Bioshock Infinite sagt, selbst wenn es eine freie Wahl gibt, dann ist sie am Ende des Tages auch wurscht. Wenn ich das als Seitenhieb auf Videospiele würde sehen wollen, dann... Ich hatte das damals immer so als einen Seitenhieb auf New Game Plus Geschichten oder so Play It Your Way Attitüden der meisten Spiele gesehen. Konstanten und Variablen. Ja, hey, du kannst am Ende des Tages, kannst du dich entscheiden. Möchtest du die Mission in, was weiß ich, Deus Ex, möchtest du sie schleichend machen? Oder möchtest du sie machen, indem du dir Zugang über das Hacken eines Terminals? Ne? Wir haben in Bioshock Infinite ja explizite Wahlmöglichkeiten an einigen wenigen Stellen. Beispielsweise, als uns die Lutez-Zwillinge auf Battleship Bay gefragt haben, ob wir eher die Brosche mit dem Vogel oder eher mit dem Käfig wollen. Oder als ebenfalls in Battleship Bay Booker und Elizabeth da in diese Falle laufen und der Tresentyp uns dann das Messer durch die Hand haut. Da hätten wir ja auch die Chance gehabt, entweder wir ziehen die Knarre und kommen ihm zuvor, weil uns klar war, okay, hier läuft was falsch. Er war ja nicht sonderlich subtil, dieser Git da hinterm Tresen. Oder, so wie wir es gemacht haben, na, bevor wir hier überreagieren, warten wir erstmal nochmal. Und dafür gab es halt schön Messerchen durch die Hand. Diese Entscheidungen haben auf genau nichts einen Einfluss. Außer so auf kleinere kosmetische Details. Also, wir haben es in den meisten Cutscenes gesehen, wo man Bookers Hand irgendwo gesehen hat. Da war halt immer dieses Loch und der Verband drum, den Elizabeth aus ihrem Kleid gemacht hat. Hätten wir uns dort anders entschieden, hätten wir den Rest des Spiels irgendwie bewältigt, ohne halt diese Verletzung an der Hand. Es ist nicht so, dass wir dadurch schlechter zielen könnten oder sowas. Das ist rein kosmetisches Ding. Genauso halt die Brosche, für die wir uns entschieden haben, ist dann halt die, die Elizabeth den Rest des Spieles trägt. Sehr explizit macht das Spiel die Tatsache, okay, eigentlich ist es egal, was du gewählt hast, dadurch, dass wir am Ende, wo wir ja dann nochmal durch das Meer der Leuchttürme gelaufen sind, da haben wir ja auch andere Booker gesehen und andere Elizabeths. Und die Entscheidungen, die wir nicht getroffen haben, waren bei denen zu sehen. Also, wenn wir die Hand quasi durchlöchert haben, hatte der Booker, der uns entgegenkam, das nicht. Trug unsere Elizabeth die Vogelbrosche, hatte die andere die Käfigbrosche und so weiter. Damit macht das Spiel eigentlich relativ klar schon, was die Aussage ist über Entscheidungen, die zu treffen sind. In dieser Welt, in dem so eine multiple Welten-Logik herrscht. Die Frage an der Stelle ist aber, was macht man jetzt damit? Also das ist erstmal so die Aussage, boah, ja, das ist also so eine schlaue Analogie, meinetwegen auf New Game Plus, ne? Wenn wir in Dark Souls, ja, wir starten jetzt nochmal durch. Und viele Sachen sind genauso wie beim letzten Mal, aber ich könnte andere Sachen machen. Oder generell ein neuer Spieldurchgang am selben Spiel. Ne? Bioshock 1 hatte ja zumindest, kann man denen unterstellen, dass dieses Would You Kindly, dieses Wegnehmen von freien Willen, wurde ja eindeutig negativ gezeichnet. Das waren Fesseln, die man sprengen müsste. Die einen wortwörtlich ja dann fast noch umgebracht hätte, als Atlas bzw. Frank Fontaine uns den Befehl gegeben hat, unserem Herz den Befehl gegeben hat, okay, jetzt hör mal auf zu schlagen, wärst du so freundlich? Das hätte man also durchaus auch verstehen können als einen Aufruf an Designer, wenn man halt diese ludologische Lesart ranzieht, als Aufruf halt an Designer, den Spieler nicht so zu knechten. Bittet sie nicht, ob sie mal so freundlich wären, irgendwas zu tun, was ihr gerade auf eurer Railroad für sie vorgesehen habt, ja? Lasst ihnen die freie Entscheidung. Könnte man so lesen. War, wie gesagt, von Levine und Co. nicht intendiert, aber könnte man so machen.
Nach dieser Logik ist Bioshock Infinite eigentlich nur komplett fatalistisch. Ganz egal, wie du dich entscheidest, Unterschiede sind ohnehin eher kosmetisch, also nee, forget. Ist es schlimm? Ich glaube tatsächlich eher nicht. Ich gehe auch generell mal sehr stark davon aus, dass das ohnehin wiederum auch nur als ja, so ein kleines augenzwinkerndes Meta-Gag-Ding auf den Status Quo von Spielen gedacht war. Also als witziges Gimmick einfach und nicht mehr. Ein kleiner Bruch durch die vierte Wand. Sieht man insbesondere deshalb, das Setting von Bioshock Infinite ist ja tatsächlich in vielen Details sehr, sehr ähnlich dem von Bioshock 1. Ne? Es startet wieder mit einem Leuchtturm. Es geht wieder, Elizabeth sagt es sogar explizit, es gibt wieder einen Mann, es gibt wieder eine Stadt, in die dieser kommt. Es gibt wieder dieses Konzept der Plasmide. So ein Teil davon wird halt über die Tears erklärt und das glaube ich an der Stelle auch ganz smart. Und ein anderer Teil, zumindest Setting-basiert, wird nicht über die Tears erklärt. Also dieser Zusammenhang zwischen, ja, Jack kam nach Rapture, eine Stadt, die an einem Ort ist, wo normalerweise keine Städte sind. Und Booker kommt nach Columbia, eine Stadt in den Wolken, die da also auch nicht hingehört. Das Spiel erklärt sowohl die Geschichte mit den Plasmiden beispielsweise, als auch die Tatsache, dass sag mal, das Grundgerüst von Bioshock Infinite Bioshock 1 sehr ähnlich ist. Beides mit diesem Konstanten und Variablen. Bei den Plasmiden macht es Sinn wegen der Tears. In-Universe macht diese Erklärung für ja, Bioshock 1 versus Bioshock Infinite, beides Leuchtturm und so weiter, macht glaube ich keinen Sinn. Es ist eher wirklich dieses Augenzwinkern, hey, diese Ähnlichkeiten, die euch aufgefallen sind, sind uns auch aufgefallen. Das war schon so gedacht. Ne? Ist aber aus der Ingame-Welt nicht wirklich zu erklären, weil Rapture ist eine völlig andere Zeit, ein völlig anderer Ort. Das hat mit Konstanten und Variablen nichts zu tun. Selbst in der Welt von Columbia, weil es 50 Jahre vorher spielt, sagt doch überhaupt niemand, dass da Rapture nicht noch existieren kann. Also dieser Konstanten- und Variablen-Part an der Stelle so, nee. Am Ende ist das halt irgendwie so letztlich halt ein Bruch durch die vierte Wand, also zumindest dieser Bezug Konstanten und Variablen auf. Hey, es gibt ja schon Ähnlichkeiten zwischen Bioshock 1 und Bioshock Infinite. Ist, glaube ich, auch völlig okay. Die Frage, die ich mir dann aber stelle, ist zumindest dieser Aspekt dieses multiversen Konstanten- und Variablen-Dings um so viel genialer als all das, was in Bioshock 2 gebracht wurde? Ich persönlich glaube es nicht. Aber gut, wenn dieses ludologische Augenzwinkern dieses multiversen Dings nicht das ist, was irgendwie catcht und smart ist, da bleibt ja immer noch die andere Lesart, ne? Die Smartness quasi durch Physik und Multiversen etc. Neben der Lady Comstock-Geschichte habe ich schon angesprochen, die dieses ganze, wie funktioniert dieses Multiversum, was uns dort aufgetan wird. Und neben der Tatsache, dass wir einiges an Lutest-Tech-Bubble haben, was glaube ich auch noch vertretbar ist. Plus die Tatsache, dass, um es hundertprozentig wissenschaftlich zu machen, diese Übertragung quantenmechanischer Phänomene auf eine Einzelperson in Form von Elizabeth, wie darf man sich das denn vorstellen, wenn sie alle Welten gleichzeitig sieht, ist das nicht ein kompletter Overload? Ist es so, dass sie schon immer noch eine recht singuläre Wahrnehmung hat, aber sie kann halt einfach zwischen den Welten hin und her springen und alles gucken? Eigentlich wird ja eher so dieses Allwissen angedeutet. Ist auch erstmal nur ein Postulat, könnte ich auch noch mitleben. Mein Problem mit dem multiversen Dingi ist, so wie es jetzt ist, ein ganz anderes, ein wesentlich grundlegenderes. Ich habe festgestellt, dass wenn man Wert darauf legt, eine tatsächlich smarte Story, auch im Sinne von möglichst wenig Logiklöcher und mit einer inneren logischen Kohärenz ausgestattet, zu schreiben. Wenn man solche Stories haben möchte, gehen so multiversen Geschichten eigentlich nicht. Ich glaube per Definition nicht. Ich glaube per Definition wird deine Story auf den ersten Blick schlauer, wenn du Multiversen einbaust und beim genaueren Hingucken eigentlich dümmer. Oder sagen wir mal unlogischer, willkürlicher auf eine gewisse Art und Weise. Weil eine der Probleme, die ich schon immer mit diesem popkulturellen Multiversen-Prinzip, wie es Bioshock Infinite trotz allem dekorativen, okay, we are doing real science here, guys, Puder, auch immer noch mit dabei hat. Wie genau funktioniert das Erstellen von Welten? Da spreche ich jetzt nicht mal von einem tatsächlich ziemlich realen Problem. Wir haben immer noch sowas wie einen Energieerhaltungssatz. Energie und auch Masse oder sonst was können nicht einfach aus dem blauen Äther entstehen. Wenn eine komplette Welt sich aufspaltet, dann müsste ja entweder anschließend in beiden Welten nur noch die Hälfte Energie übrig sein
Oder die kam irgendwo anders her. Frage ist, woher? Gut, der eine Part. Das ist auch das, es gibt tatsächlich einige studierte Physikerinnen und Physiker, die sich zur Science von Bioshock geäußert haben und das ist halt generell immer so ein Problem, was dort genannt wird. Bioshock Infinite macht tatsächlich nach deren wesentlich elaborierterer Sicht an vielen Stellen vieles richtig, was die wissenschaftlichen Fakten angeht, aber dieses Energieerhaltungssatz-Ding ist tatsächlich ein Problem. So, davon aber mal abgesehen und so Sachen wie das Großvater-Paradoxon. Wir haben ja streng genommen, auch wenn Bioshock Infinite Raum und Zeit ja lustig durcheinander wirft und sagt, ist alles Tomato-Tomato, ja, eigentlich dasselbe, da muss man gar nicht so unterscheiden. Allein jetzt nur mal schon mal von der Logik. Elizabeth nutzt ihre Quantensuperposition, um mit Booker zurück an den Tag zu gehen, wo er sich taufen lässt oder nicht. Ertränkt Booker dort und damit hören alle anderen Welten auf zu existieren. Stellt sich wieder die Frage, wo geht da die Energie hin oder wie auch immer, sei mal neben angestellt. Auf den ersten Blick wirkt ja die Lösung, die Bioshock Infinite für das Großvaterproblem gefunden hat, eigentlich ganz smart. Weil die Idee ist, dadurch, dass Elizabeth durch ihre Quantensuperposition gemeinsam mit Booker zurück zu dem Tag der Taufe gehen kann und diese Parallelwelten einfach allesamt dadurch abschneidet, also diesen sich verästelnden Baum, diese Baumkrone quasi von Parallelwelten, die dann aus dieser ersten Entscheidung, lasse ich mich taufen oder nicht, entstehen, die alle vorher abschneidet. Stellt sich streng genommen nicht die Frage, naja, sie müsste, also irgendjemand müsste doch dann zurück, dann ist sie ja nie in der Zukunft zurück und so. Es hat einfach nie existiert, die Welten haben nie existiert. Diese Problematik stellt sich einfach nie. Sie muss auch nicht, dadurch, dass sie ja diese Quantensuperposition hat, muss sie auch nicht in der Zeit zurückreisen. Sie manifestiert sich einfach auf dieser Zeit. Und von der Warte her macht es vielleicht tatsächlich sogar Sinn, dass nach dem Ende von Bioshock irgendwie noch so eine Elizabeth übrig bleibt, die jetzt wieder sämtlichste Elizabeths in sich vereinigt. Die haben ja auch alle diese Quantensuperposition gehabt, deren Welten wurden aber quasi aufgelöst, beziehungsweise die haben sie, ne? Leh. Selbst das könnte man sie irgendwie noch irgendwie zusammenpacken. Was dazu überhaupt nicht passt, ist die Endcredit-Scene. Ich dachte, Booker wurde ertränkt. Und zwar noch vor dem Zeitpunkt, wo er überhaupt eine Anna, die in der Endcredit-Scene ja eindeutig zu hören ist, ne, hätte zeugen können. Abgesehen davon, dass die Tatsache, dass Booker DeWitt, ein Mensch wie Booker DeWitt, so ein Happy End in Anführungszeichen bekommt, ohnehin schon ein bisschen fraglich ist, stelle ich mir die Frage, okay, wo kommt denn jetzt dieser Booker her? Sämtlichste Booker-Möglichkeiten sind doch am Fluss ertrunken. Es sei denn, sie sind's nicht. Dann macht bloß das ganze Ende keinen Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so der erste Punkt, wo es so ein bisschen hakt. Ein zweiter Punkt, die Logik, wann sich bestimmte neue Universen bilden. Ich habe immer im Zusammenhang mit anderen multiversen Konzepten in Popkultur und Videospielen, habe ich immer für mich die Frage gestellt, hat das Universum oder der Ort, wenn man so möchte, in dem sich die verschiedenen Paralleluniversen befinden, hat der eine 5%-Hürde? Das ist einfach für mich die Frage. Man hat häufig diese Behelfslogik, ja, nur besonders relevante Entscheidungen mit großen Konsequenzen führen dazu, dass sich ein Universum abspaltet. Wie genau sieht diese 5%-Hürde für Relevanz eigentlich aus? Also, die Frage ist, gibt es tatsächlich, das deutet Bioshock ja über den Namen an, unendlich viele Paralleluniversen? Oder ist es schon so, dass nicht jeder mögliche Zustand eines jeden möglichen Objektes in der jeweiligen Realität um eins verschoben sein könnte und schon gibt es ein Paralleluniversum? Was ich damit meine? Ich habe heute meinen Tag hier im Trollhorst auf eine bestimmte Art und Weise verbracht. Für jede Handlung, die ich getan habe oder nicht getan habe, müsste ja rein theoretisch ein Paralleluniversum existieren, in der ich diese Handlung latent anders gemacht hätte. Da rede ich nicht mal, ja, habe ich mir heute früh Zähne geputzt oder nicht, sondern habe ich mir die Zähne 3 Minuten oder 3 Minuten 2 geputzt? Oder habe ich bei Zahn XY so stark aufgedrückt oder so stark aufgedrückt, weniger oder mehr? Habe ich dabei einen Podcast gehört oder Musik? Und das bin nur ich. An einem Tag. Für jeden anderen Menschen auf der Welt müsste ja streng genommen genau dasselbe gelten. Bei dem Satz, den ich gerade eben gesagt habe, müsste es ja eigentlich unzählige Paralleluniversen geben, wo ich mich beim Satz beispielsweise verhaspelt habe oder den Satz vergessen habe oder den Satz etwas anders betont habe. Es müsste ja, damit das überhaupt noch überschaubar bleibt,
und auch noch einen narrativen Gehalt hat, weil wenn wir uns vorstellen, alle Variablen, die unsere Realität konstituieren, alle, da reden wir auch davon, jedes einzelne Molekül des Stuhls oder der Couch, auf der ihr euch gerade befindet, oder des Teppichs, auf dem ihr gerade lauft, oder sonst was, jedes einzelne Molekül, alle Zustände. Ein einziger Zustand, marginal anders, neue Parallelwelt. Das heißt, entweder wir haben so gigantisch viele Parallelwelten, dass die einzige Parallelwelt komplett irrelevant wird, oder du führst halt wirklich so eine 5%-Hürde ein, dass du sagst, ja, nur die besonders relevanten. Stelle ich mir die Frage, was ist denn da relevant? Wie macht denn das Universum das fest? Oder Universum muss ja kein Aktor sein, ne? Aber wann wird denn entschieden, wann da was splittet? Die Logik ist mir immer nicht hundertprozentig klar. Und das Problem, was man hat, wenn man dann also zu so einer Mega-Hyperinflation von Parallelwelten hat, wird die einzelne Parallelwelt immer irrelevanter. Und das ist für mich tatsächlich das Hauptproblem hinter diesem ganzen universen Ding. Alles, was in einem bestimmten Universum passiert, und das ist ja auch das, was Bioshock Infinite selbst sagt. Okay, in dem einen Universum wurde Chandelin brutalst zusammengeschlagen und totgeprügelt effektiv. Ja, am anderen lebt er noch. In dem einen Universum wurde Elizabeth letztendlich gebrochen, hat unendliches Leid und Schmerzen und sonst was erleben müssen. Im anderen kommen wir rechtzeitig, um sie zu retten. Und das ja nur mit diesem extrem reduktionistischen Ansatz, den Bioshock Infinite fährt, dass es ja scheinbar nur eine sehr überschaubare Anzahl von Multiversen gibt. Bei Booker, ich hatte vorhin sehr, sehr viel weiter vorne, hatte ich ja mal gesagt, dass es streng genommen nicht ein Booker ist, mit dem wir durch die Gegend gurken, sondern sehr, sehr viele Booker aus verschiedensten Parallelrealitäten, die halt alle diesem B-Strang, wo auch Robert Lutes vermutlich herkommt, oder wo zumindest Robert Lutes auf Booker getroffen ist. Jedes Mal, wenn wir sterben, wenn Elizabeth dabei ist, haut sie uns ja irgendeine Spritze rein, wo auch immer die herkommt, aus dem Äther. Aber sie kann das ja. So wie sie es mit dem Schlüssel zum Schluss auch gemacht hat. Ne? Das ist okay. Aber deshalb war es mir auch so wichtig, dass wir auch mal sterben, wenn Elizabeth nicht dabei ist. Wir wachen ja dann zwischendrin immer wieder in dieser merkwürdigen Detektei-Zwischenwelt auf. Das soll symbolisieren, dass der Booker, der tatsächlich verstorben ist, der gescheitert ist, der ist jetzt eigentlich vom Tisch, und die Lutesses holen den nächsten Booker ran, der ausreichend ähnlich dem Booker ist, bis es dann mal einer schafft zu Elizabeth hin. Deshalb auch am Anfang, wenn ihr euch mal zurückerinnert, eines der ersten Treffen mit den Lutesses in Columbia, sollen wir doch sagen Kopf oder Zahl, und dann haben sie diese Strichliste. Jeder einzelne Strich steht für einen Booker, der dort schon vorbeigekommen ist. Das heißt, Bookers Reise dorthin ist gar nicht singulär, sondern was eigentlich nur besonders ist, ist, dass wir uns am Anfang auf einen dieser unzähligen Bookers draufsetzen und dann als Kamera mitlaufen, bis der kaputt geht, und dann setzen wir uns auf den nächsten drauf. Die einzige Konstante, so gesehen, das einzige, worum sich alles andere zentriert, wenn du so möchtest, der Mittelpunkt des gesamten Bioshock Infinite Universums, ist an dieser Stelle Elizabeth. Und da wird am Ende gezeigt, selbst die ist nicht singulär. Selbst da haben wir plötzlich bei dem Fluss ganz viele verschiedene Elizabeths, die aus verschiedensten Welten stammen, offenkundig allein von der Optik her die verschiedensten Sachen durchgemacht haben. Narrativ gesehen entwertet das, was im Spiel passiert ist, extremst. Für jedes einzelne Universum, wo der arme Indianerjunge in Preston Downs Bärenfalle gelaufen ist, kennt ein Universum, wo das nicht passiert ist. Es ist die komplette Egalisierung von allem. Aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, wie man so ein Narrativ noch genießen kann, ist, wenn man all diese Sachen vergisst und bewusst halt die Augen verschließt, sondern einfach so tut, als würde das, was da gerade ablaufen, irgendetwas bedeuten, von irgendeiner Relevanz sein. Und jetzt kann man an der Stelle natürlich sagen, ja, okay, pass auf, du hast es jetzt aber so tief durchdacht, ey, das ist am Ende des Tages immer noch ein Videospiel, da soll es auch um Spaß gehen, und es ist doch nett, dass sie mal ein bisschen exotisches Setting gewählt haben. Ist doch gut, Mensch. Könnte ich so sehen, wenn ich Bioshock Infinite nicht sehr bewusst unterstellen würde, dass sie schon ja bewusst versuchen einzulocken und zu sagen, hey, versucht das Mysterium zu hintergründen. Halt eben genau dieses bewusste, hey, wir wollen auch ein bisschen was fürs Köpfchen bieten. Wir versuchen hier smart zu sein, ne? Musst doch schon mal mitdenken. Wir haben uns hier an sehr komplexen, aber realen wissenschaftlichen Phänomenen organisiert, und es bleibt ja an vielen Fällen vage. Du hast nur eine Chance, überhaupt zu raffen, was dieser Plot von dir möchte, wenn du es zumindest einmal durchdenkst. Und das ist die große Schwäche von Bioshock. Wenn ich es nur genieße, stehen gute Chancen, dass ich nicht verstehe. Und sobald ich anfange, darüber nachzudenken, wirkt es im ersten Moment schlau, und danach merkst du so, keine Ahnung.
weil einerseits halt dieses Multiversen-Konzept eine komplette, also es ist eigentlich eine komplett fatalistische, eigentlich komplett nihilistische Sicht auf die ganze Geschichte, als würde das Spiel mir selbst sagen wollen, ey, nichts, was du hier gemacht hast, ist von irgendeiner Relevanz. Pff, Wurst halt. Egal. Nur um dann mit der Logik ihrer eigenen Welt zu brechen, mit dieser End-Credit-Sequenz, wo dann, okay, es existiert jetzt scheinbar doch noch ein Booker und es existiert auch nur eine Anna, weil Happy End, I guess? Vielleicht versteht man ein bisschen, warum ich meine, also warum ich die ganze Zeit so drauf rumhacke, dieses auf den ersten Blick voll smart und danach nicht so. Und diese Geschichte, dass nichts, was man tut, noch irgendeine Relevanz ist, dieser Nihilismus-Part, den muss man streng genommen ja nicht unbedingt unter dem Begriff smart oder unsmart zählen. Ich halte es tatsächlich für eine schreiberische Variante, unsmart das so zu machen, weil Konsequenzen sind für Narrative relevant. Was passiert, wenn es keine Konsequenzen gibt, kann man am MCU sehen. Ne? Dann, oder keine logischen Konsequenzen, sozusagen. Wenn alles konsequenzfrei nur auf live for the moment, ey, guck mal, hier noch ein lustiger Satz. Ey, guck mal, der Hulk hat den Loki lustig durch den Boden geprügelt und dann sagt Loki was Lustiges und Hulk grunzt und haut die nochmal dreimal durch den Boden, weil, muss man mögen. Ist okay, aber selbst in den Marvel- oder DC-Paralleluniversen, die haben ja diese Multiverse-Geschichten ganz massiv in der Popkultur berühmt gemacht. Selbst da wird immer von separaten, distinkten, zählbar vielen Parallelwelten gesprochen oder zumindest damit gearbeitet. Ich hatte nie das Gefühl, dass da der explizite Anspruch ist, ey, pass auf, es gibt einfach unendlich viele Welten. Weil dieses Konzept bringt einen nicht weiter. Wenn man kurz drüber nachdenkt, zerstört es jegliche Form von Dramaturgie. Es geht halt um nichts. Dieser Joke wurde von Rick and Morty ja ganz bewusst aufgezogen. Das ist der absolute Nihilismus. Rick Sanchez, der geht halt so ran, ja, wenn halt die Hälfte meiner Familie hier in dieser Realität verreckt, dann gehe ich halt in eine andere, ist dann so. Who cares? Was ich dann wiederum mit dem, naja, schon auf Dramatik gemachten Rest von Bioshock irgendwie ein bisschen beißt. Wenn man möchte, dass sich jemand für die eigenen Charaktere interessiert, für dergleichen mehr, ist so ein Multiversen-Ding immer schwierig. Und man kann ihnen natürlich unterstellen, dadurch, dass erst am Ende ja so wirklich klar wird, oh, Multiversen und alle Türen und so, dass sie vielleicht genau diese Katharsis haben wollten, ne? Dass man am Anfang so denkt, man ist hier in einer linearen Story, erlebt das Ganze so ein bisschen mit und am Ende erst stellt man fest, eher eigentlich über alles für die Katze, who cares halt, ne? Was man dann mit dieser Endaussage bezwecken möchte, weiß ich nicht hundertprozentig. Aber, naja. Wie gesagt, das Ending von, also diese Post-Credit-Scene mit dem jetzt doch wieder lebenden Booker und der Anna zurückbekommen hat, das ist für mich so der große Knackpunkt an der Smartness-Geschichte hier von Bioshock Infinite. Wiederum war das für mich allerdings Hinweis darauf, dass die Macher entweder ihr eigenes Setting nicht so gut verstanden haben, wie es erst den Anschein macht, oder dass es ihm im Falle eines Falles so einfach herzlich egal ist, da irgendwie für eine kohärente Sache zu sorgen. Und dieser Eindruck, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, hat sich dann leider bei Burial at Sea Part 1 und auch Part 2 massiv bestätigt. Haben sie es im Hauptspiel über weite Teile noch geschafft, den Anschein aufrechtzuerhalten, dass man ihr Multiversen-Konzept und die Logik dahinter irgendwie noch ernst nehmen kann, schießt's mit Burial at Sea Part 1 dann endgültig ins Kraut. Was auch genau der Grund ist, warum Burial at Sea Part 1 und 2 bei mir so weit hinten rangieren, also definitiv auf die letzten Plätze belegen. Ich bin jetzt mal heimgespannt. Die 3 Stunden sind mal wieder voll. Es wird sicherlich ordentlich zusammengecuttet werden, aber ja, das ist halt das Problem. Und auch das, was mich halt so ein bisschen ärgert, weil mit diesem Verdikt, was ich jetzt gerade auch nochmal zum Besten gegeben habe, das ist halt der Unterschied, wo ein vermeintlich smartes Spiel wie Bioshock sich von einem aus meiner Sicht tatsächlich smarten Spiel wie Dark Souls massiv unterscheidet. Beide arbeiten mit dem Mysterium, beide verlangen von dir, dass du dich da mal wirklich reindenkst und reinbeißt, um irgendwie zu raffen, was abgeht. Nur bei dem einen stellst du am Ende fest, dass ausreichend Gedanken offensichtlich reingeflossen sind, dass du am Ende das Gefühl hast, okay, es hat sich gelohnt, dich da so reinzudenken, weil die Designer auch so weit gedacht haben.
Und bei dem anderen stehe ich da, habe jetzt 3 Stunden lang mehr oder minder über Bioshock geredet und davon sicherlich mindestens 1¾ über den Plot und über die Phänomene, die es aufgreift und sonst was. Und werde aber mit dem unbefriedigten Gefühl zurückgelassen. Könnte es am Ende sein, dass ich mir vielleicht mehr eine Rübe mache darüber, als die Macher das getan haben? Und das ist irgendwie, stimmt mich zumindest nicht so happy. Und ist auch das, was mich am Plot, am Narrativ, insbesondere des zweiten Abschnittes oder der zweiten Hälfte von Bioshock Infinite, dann am Ende des Tages auch ein bisschen stört. Ich möchte die initiale Experience, das Spiel gespielt zu haben, um nichts missen. Und ich glaube, das Spiel hat auch abseits der vermeintlichen Smartness, die ich ihm ja so ein bisschen abspreche, so viel zu bieten, dass ich es auch nicht bereut habe, es hier im Treureport nochmal gespielt zu haben. Aber was die vermeintliche Genialität sowohl des Twistes als auch dieses Multiversen-Konzepts angeht, bin ich nach dem ersten Mal spielen ziemlich abgekühlt. Würde mich mal interessieren, wie ihr, seht ihr das auch so? Habt ihr das Gefühl, in meiner länglichen Ranterei rund um das Thema, wenn ihr der überhaupt, sagen wir mal, folgen konntet, nicht weil die intellektuell so anspruchsvoll war, sondern weil ihr vielleicht zwischendrin weggepennt seid, ich weiß es nicht. Aber habt ihr da irgendeinen Denkfehler drin gesehen? Habt ihr das Gefühl, ja, mag schon sein, aber ist doch okay. Der Plot ist trotzdem witzig, also meh. Bin ich da einfach überempfindlich, was das angeht? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Jo, ein 500-Gramm-Paket gemischtes Hack aus meiner Sicht, Bioshock Infinite. Aber definitiv noch auf der goldenen Seite. Ob Burial at Sea Part 1 und 2 das zumindest auch noch in Spurenelementen für sich werden behaupten können und was es vielleicht Positives, aber auch Negatives daran gibt, das gucken wir uns dann in Teil 3 vom Assoziationsblaster an. Ich brauche definitiv jetzt eine Pause und eine Mütze Schlaf. Also allein dieser Part hier wurde halt von 23:45 bis jetzt ziemlich genau 23:45 aufgenommen. Von der Warte her bin ich erstmal durch. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Ich hoffe, ich kriege das halbwegs so zusammengestutzt, dass man es halbwegs hören kann. Und ich hoffe, es war zumindest ein klein bisschen interessant und ja, hoffe, dass wir uns dann im letzten Teil des Assoblasters und dem finalen Abschluss der Bioshock Troll Report Angelegenheiten dann nochmal wiederhören. Da kann ich auch versprechen, das wird ein ganzes Stückchen schneller gehen. waren ja aber auch kürzere Spiele. Ne? Alright, danke fürs Zuhören, wie immer. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis denn.